Moment. So, kann... Hallo, Cam? Ganz kurz. Kein Stream wird jemals direkt funktionieren. So, jetzt sollte es funktionieren. So, moin, willkommen zu einem neuen Stream. Ich move schon mal flott dafür. Ja, Winterseason. Heute gibt es den Camaro IROC-Z. Ein Fahrzeug, das ich ziemlich cool finde, auf das ich mich ziemlich freue. Und ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Ja, mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, es funktioniert soweit alles. Kommt mit mir nicht. So. Und, ja. Perfekt. Ich gehe es einfach und dann irgendwie... Ne, Lino? Hm? Die Top Gear Mission ist voll verbuggt. Immer noch, ja. Ja, das ist... Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung. Ein wenig nervig. Guten Tag, Fluffdorf. Moin. Der schnellste Fahrer der Welt. Die Winterveranstaltung Nachbarlauf. Wenn du im Schnee stecken bleibst, ja. Ruf ruhig an. Also ruf Alex oder das Horizon Bergungsteam oder irgendjemanden an, aber nicht mich. Ach, Winter, ne? So. Ach Gott. Ja. Fällt mir jetzt gerade erst auf. So. Realisiere ich jetzt gerade erst. Dieser Moment der Realisation. Warum können die das nicht mal kurz ändern, dass nach Herbst, Sommer kommt? Aber ich habe jetzt eine Top 100 Zeit auf dem Horizon Festival. Glückwunsch. Aber noch 0,1 Sekunden schneller. Oh. Was dir genau langsamer nichts bringt. Ja, doch, ich habe eine Top 100 Zeit. Ja. Aber ich finde es auch lustig. Flufftoff, also ich weiß nicht, na, wahrscheinlich nicht, oder vielleicht doch. Ich habe hab 3 Top 100 Zeiten und genau die 3 greifen einfach an. Ja, Flufftoff will dich einfach nur niedermachen. Der will dich zerstören. Dein Leben komplett. Ich habe tatsächlich nur die ersten Videos von Emil genommen. Mit dem bin ich da gefahren. Wow. Weil genau auf den 3 Tracks sind ja Top 100 Zeiten. Braucht ihr einen eigenen Channel noch dafür? Festival. So, ja, weißt du, der erstellt sich einfach so viele Accounts, dass er dich komplett aus Top 100 verdrängt. Ja, ja. Er nimmt sich einfach die ganzen Accounts von Anton. Dieser die Horizon Festival Sprinter, das ist einfach keine Ahnung. Selbst Loftoff hat doch tausende Accounts, die ihm gehören. Alles stimmt. Und ich verstehe diese Schlangenkurve nicht, also das ist einfach, du gehst da irgendwo vom Gas, dann Money shiftest du und... ja, das ist ein bisschen komisch. Was shifte ich? Ja, du shiftest halt, also du machst halt Motorbremse sozusagen. Ja, das ist Motorbremse, sagen wir so, Motorbremse extrem. Ja. Normale Motorbremse. Und dann hast du einfach, da kannst du diese Kurve gehen und ich fliege da einfach rechts aus dieser. Hä, wenn ich in echt 300 fahre, mache ich auch mal Motorbremse im ersten Gang. Ja. Rückwärts. In Forza ist das ja nicht schlimm. Rückwärtsgang. Ja, das ist so der Tim Pfeife. Ja, ein bisschen das Getriebe aufwärmen. Ja. Ja. Vielleicht schaffst du es ja mit dem Tuning. Welches Tuning hast du jetzt eigentlich? Out. Oh, so funktioniert. Hast du das reingeschickt? Habe ich geschrieben. Nelek. Ja, Alak, jo, Nelek, Alter. Nelek. Ist doch scheißegal, Alter. Das heißt Alak. In meinem Chat wird Deutsch gesprochen. Ja. Nein, er heißt Alak. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Nein, das heißt der Nelek. Wie ist Woyzeck? Der muss Woyzeck oder Woyzeck heißen können. Das oh jo, so bleib mir weg damit, alter Deutschunterricht. Ja, das lesen wir halt gerade, das ist das Problem. Aber... Irgendein Soldat, der in irgendeine Ecke pisst und dafür zusammengetreten wird. Ja, und dann seine Freundin absticht. Ach stimmt, das kam da ja auch noch dran vor. Ja, das war eigentlich die Main-Story, aber okay. Die eine Hure ist oder so, keine Ahnung. Ja. Junge, Alter, das ist ein Blitzer, ich schaff das nicht mehr. Ja, weil das Ding ist halt, ich dachte, ich weiß das gleiche Tuning, weil halt auf der Geraden, der andere Ausgang ist Weg halt genau gleich schnell. Ach, ist schon wieder kaputt, die Sitzung. Ist bei jedem immer wieder. Kommt erstmal alle in die Kolonne, dann suche ich eine neue Sitzung. Dann müssen wir es nicht mehrmals machen. bin im Kolönchen. Ja, ich kann ja auch nicht direkt reinklicken, wieso auch, ne? Brauchst du eine Einladung? Ja, erstmal Grandma Driving beitreten. Stongs. Ja, Forza, natürlich existiert die Sitzung nicht. Ist doch. Was auch. Ja, hatte ich vorhin auch. So, jetzt jeder drin. Sind jetzt vollzählig, oder? Jo. Oh, dieser Sprung. Ich hasse diesen Sprung. Ja, dann kommt Luca gleich wieder in den VC, oder beziehungsweise er sagt Move Me. Dann schreit er rum, irgendwas von Wodka. Und startet einmal Forza für 5 Minuten, dann kommt er wieder aus. Aber nice. Aber hey, immerhin ist Arti nicht da, ist auch gut. Oh, ich meine, ich habe sogar mit meinem Chevrolet Nova probiert, aber da Chevrolet? Ich mehr, ja. Hä? Und da war ich aber noch schlechter. Ich bin mit meiner Zeit zufrieden, ist ganz gut. Nein, ich möchte nicht zum Desktop, bitte. Doch, doch, das möchtest du. Doch, ich habe nicht mal die Hälfte dieser dummen Saisonziel-Dings gebraucht, die wir brauchen. Oh, ich krieg diesen Jump nicht hin, was ist mit mir? Den 300 Meter Jump? Nö, ich krieg diesen einfach nicht hin. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich für Probleme habe. Was ist das für Laufstoff? Irgendwas riecht hier verbrannt. Ich hoffe nicht mein PC. Ja, vielleicht eine Pizza. Nee. Die Ersatzpizza, die... Deine Pizzeria meine ich natürlich. Achso. In Wahrheit hat er ein erfolgreicheres Gewerbe als Hastix. In Wahrheit brichst du mit dem Satz ab. Hm? In Wahrheit macht er einfach ein Lagerfeuer. In Wahrheit gehört eine Pizza Dommer. Hat. In Wahrheit bist du Pizza Hut. Junge, was? Ja. Fängt ja gut an. Hui. Ja, ich glaube, ich schaff's jetzt. Ja, nice. Ferrari vor so hin. Ey, nice. Alle in der Kolonne schon mal. Wieso hab ich das nicht abgeschlossen? Ja, eine Sitzung, schau mal. Wow, jetzt ist es gescheitert. Ich liebe dich, Forza. Da kann man ja irgendwann mal anfangen, Meisterschaft zu starten, die dann abbricht. Ich mache eben die Blitzerzone. Wow, jetzt bin ich einfach 10 Meter weiter geflogen, obwohl ich genau den gleichen Jump gemacht habe. Da kam ein Dommer geflogen. Mhm. Oh mein Gott, viel besser. Oh, jetzt werde ich wieder abgebremst von so einer Pissmauer. Oh, warum den Sprung? Ja, jetzt auf einmal 333 Meter, 33. So. Das ist eine nice. Aber das Dümmste, was mir teilweise gespeichert ist, sind die Sprünge und sowas. Weil ich muss die nochmal machen, um 3 Sterne zu kriegen, aber meine Rekorde sind online gespeichert. Ja, weil die auf deinem Account vermerkt sind. Ja, genau, also genau. Deine Erfolge behältst du immer. Ja, genau, aber lokal werden die mir nicht angezeigt. Jo, das ist jetzt meine Bestleistung. Schon lustig. Mhm. Die ist absolut wack so. Und noch 395.000 Star. Wäre geil, wenn das der 333.000 Star wäre. Du gehst voll auf 3, oder? Das ist irgendwas mit 3. Das ist die Hälfte von 666. Alle guten Dinge sind 3. Bist du auch eine 3 in echt? Bist du gar kein Mensch, sondern einfach eine Zahl? Ja, oha. Ich bin eine Zahl. Wir haben einfach deine Identität erhöht, on stream. Du hast dein Ziel erreicht. Identität 3. Steht zum Perso. Ja. Jetzt, kann man sein Kind nach einer Zahl benennen so? Das Bild, was ich letztens gesehen habe. Wenn man ein Kind Dienstag nennen kann, dann kann man es auch 3 nennen. Ja, Dienstag, aber Zahlen ist noch was. Dienstag ist kein Name. Ja, aber Das ist ein Wochentag. Jahreszeiten gehen ja auch noch. Am Dienstag geboren. Ich meine, Jahreszeiten gehen auch noch. Ja, das kannst du aber, also so Summer oder so kann man ja wenigstens noch Englisch aussprechen, dann geht's ja noch. Aber Dienstag? Kriegt man auch Englisch aus. Dienstag, Alter. Dienstag. Dienstag. Oh mein Gott. Alter, Emil hat mich einfach gekillt. Das war einfach... Ja, womit? So, dann starte ich mal als erstes das Halo-Event. Englisch mit Deutsch und abzinkt. Ja. Oh, ja, moin. so wie Emil mich umgebracht hat, habe ich aber auch nicht umgebracht. Das ist einfach eine Kette. Gut, Deutsch mit englischem Akzent hört sich einfach besoffen an. Ja, aber auch irgendwie nice. Knopf. Nein, nein, Deutsch mit englischem Akzent. Also, wenn es der britische Akzent ist, ist es sowieso nie nice, aber... Ja, doch, doch, ein anderes Thema. Dafür, dass du mich geschickt hast. Nicht so gewalttätig hier in meiner Community, bitte. Wo wurde ich getaggt? Bei mir, weil Lino live ist. Nee, das macht er nicht. Nee, da kann man... Das macht er nicht. Nein, weil jemand ein Video geladen hat. Dafür, dass du mich geschlagen hast. Oh, Joa, du bist wieder ganz aktuell, Joa. Digga, er ist wieder der Echte. Was? Ich hab so, wir reden darüber so 10 Minuten lang und er so nach einer halben Stunde. Was? Ich glaube, Stone Off ist das Gehirn, ist auch so ein kleiner Chrome Explorer. Ja, sein Gehirn ist immer der einfach so viel RAM aufbraucht, dass er nicht mehr. Ja, aber es war doch an mich gerichtet. Ich hab's da auch drüber kommentiert. Aber du hast nicht reagiert. Sein Gehirn macht so, dann so Unfall. Mein Gehirn macht so, ich mach so, ja, und Unfall. Aber Unfall. Ja, Unfall währenddessen es in der Transition war. Ja. Ganz, ganz schlechte Kombi. Alter. Morgen muss ich da wieder aufstehen. Junge, ich hab morgen frei. Du musst morgen wieder aufstehen, Alter. Ja, aber guck mal, das hat das Willen natürlich. Ich habe morgen halt erste beiden Unterricht, dritte Unterricht und dann kriegen wir Zeugnisse vielleicht per Post. Hey, aber weil das zu anstrengend ist für die Lehrer, haben wir es ja auch frei bekommen. Ich habe vorletzte Woche oder letzte Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, vorletzte Woche glaube ich, haben wir Zeugnisse bekommen, mussten wir kurz in die Schule. 4,0? Haben Zeugnisse bekommen. Gut. Und heute, oder nee, morgen bekommen die in der Stufe unter uns die Zeugnisse, deswegen haben die einfach frei. Nice. Bist sitzen geblieben? Nein. Ja, im Abiturjahr kann man auch noch sitzen bleiben. Hast du ein Abitur geschafft? Er hat eine Klasse übersprungen. Ich hab Halbjahreszeugnis bekommen. Boah, ich muss mein Abitur noch schreiben. Was? Ach ja, das ist ja... Hä? Das ist ja im Russland und so, ne? Ja. Was? Ja, egal. Ich habe mein Abitur noch nicht, aber ich bin noch nicht sitzen geblieben. Das ist Abitur. Aber kann man denn nicht sitzen bleiben im Halbjahreszeugnis, wenn man ganz schlecht ist? Nein, du kannst wiederholen, aber du kannst nicht sitzen bleiben. Ja, das meine ich ja, das ist das Gleiche. Nein, das eine ist freiwillig und das andere ist zwungen. Okay. Nee, Lino hat einfach sein Abitur übersprungen und studiert jetzt. Ja, okay. Obwohl ich nicht studieren möchte. Ich werde dazu gezwungen. Bricht der eigentlich nochmal ab und wartet auf mich, oder? Nee. Tschüss. Das fängt ja gut an, wenn ich direkt eine Sache nicht hab. Du kannst, wir warten auf dich. Dann. Bin ja schon fast wieder drin. Weil ich dich einmal schlage, eben keine Xbox zum Glück. Also keine One. Ich hab nichts. Aber ich spiele das auch. Warum schreibst du nochmal Moin Gegner. Moin rein, Fluffdorf? Weil es ein Showcase. Ich wollte auch Hallo sagen. In dem Showcase gibt's keine Gegner, gibt's nur die Zeit. Ich hab den Chat noch nicht begrüßt. Kilo Alpha an Cortana. Hab gehört, ihr braucht ein Taxi. Cortana an Kilo Alpha. Perfektes Timing. Wir sind hier fertig und bereit zum Loslegen. Was machst du da? Wow. Hey, ich will kein scheiß Emoji, Alter. Nein? Nö. Ist eigentlich schon lustig, wenn man bedenkt, dass die in dem Szenario so auf dem Planeten, so wie ich das verstanden habe, das erste Mal sind, aber hier schon Barrieren sind. Also macht er es jetzt ohne mich. Wir warten auf dich, dass du es nachholen kannst. Ihr macht es dann nochmal? Nein. Nein, du machst es allein und wir warten. Boah, ich will es nicht. Son of Sau. Du bist schlecht. Nee, der Typ vor mich hat mich rückwärts gerammt. Alter, kann das bitte aufhören zu wackeln? Ach, falsche Richtung. Ja, okay, alles gut. Ich bin gar nicht schlecht, das Spiel ist schuld. Ja. Ah! Auto lenkt doch. Alter! Oh mein Gott, wie bist du bei mir leckt? Voll. Ich sehe nichts mehr, hör auf zu wackeln. Warum müssen die über mir fliegen? Die können einfach 5 Meter weiter rechts fliegen. Tja. Ich folge jetzt einfach Flochtdorf. Kann das Raumschiff nicht abnehmen, dann muss das doch auch weniger wackeln, oder? Ja. Oh, wow, die KI bremst einfach vor mir. Ja, ich hab grad noch einen Download an. Sorry. Alles gut. Was soll das? Das geht aber nicht. Was downloadst du denn? 8K YouTube. Schulvideos. Du downloadet ganz YouTube. Ja. Also da musst du schon so eine Mimi-Festplatte haben. Damit das drauf passt. Ja. Was hat der für eine? Ich sehe nichts. Ja, eine große wahrscheinlich, wenn da alle Videos drauf sind, die existieren. Die sind halt drauf, ohne dass er die runterladen. Er ist so der Backup-Server von YouTube. Ja, er ist der Server von YouTube. Das, obwohl er gebannt wurde von YouTube, also gelöscht. Ist er eigentlich wieder da mittlerweile? Ist da nicht. Da wurden seine Kanäle gelöscht, aber... Floptop landet auf mir, aber auch irgendwie nicht. So. 15 Sekunden, Chief. 10, 9, 8, 7, 6. Irgendwie zählen die ein bisschen schnell, wenn man das mit der Zeit vergleicht. Ach echt? Man kann es doch verlieren, oder? Ja, du bist eigentlich schon. Das triggert mich absolut, weil das so typisch Forza ist. So, du musst verlieren, um zu gewinnen. Wir schaffen es nicht. Du musst verlieren, um zu gewinnen, das triggert mich auch. Warum, es gibt mir mal ein episches Ende oder so, also würde irgendwie so... Aber so an sich mag ich das eigentlich, das ist schon nice. Wäre geil, wenn man es Ich glaube, die können in der Zukunft einfach nur nicht zählen. Wäre geil, wenn man es im Free Roam nutzen könnte, dieses Theme. Es wäre geil, wenn man das im Super 7 haben könnte, diese Objekte hier. Allgemein werden ganz viele Objekte geil. Oder? So Halo-Objekte und sowas sein. Weil die sind ja da. Oder eigene Showcase-Remixes machen. Mhm. Ja. Oh, Alter, eigene Rennen mit Super 7. Ja. Ich glaube, die haben Super 7 halt vor allem dafür gebracht, dass sie diesen nächsten Titel weiter ausreiben können. Ausbaufähig. Ja. Da kann man richtig, also, es könnte richtig gut werden. Vielleicht ist FA5 dann auch so, dass sie es direkt so optimieren, dass man jetzt von oben nicht so verbuggte Stellen sieht. Ja, so schwarze Flächen oder so. Ja gut, würde wahrscheinlich zulassen der Performance angehen. Ja, aber jetzt mit der Xbox wenn die das von vornherein adden, also das wurde ja im Nachhinein jetzt gemacht, okay, aber wenn die es... Ja klar. Ja, kann ich mir vorstellen. Dafür war das Game ja nicht gemacht. Du solltest es ja niemals so hoch und so schnell. Wenn die das bei FA5 machen, dann sollte man das schon ganz kurz drin haben. Wo wir schon beim Thema sind, ich möchte einmal ganz kurz auch Danke sagen für den ganzen Support dahingehend, weil ich meine, ja, es sind am Ende, ich glaube, 210 Aufrufe oder so hat das Video jetzt, aber ich meine, am ersten Tag waren das knapp 100 Views, was für meinen Kanal schon echt viel ist. Dahingehend, also wirklich Danke dahingehend. Mal schauen, ich gehe nicht davon aus, dass es was wird. Aber vielleicht wird's was. Vielleicht erreichen wir die auch über die anderen Wege, halt über Matsua oder generell Timors, die an die Kontakte, die sie haben, das geschickt haben. Oder vielleicht sogar über den Support, mal schauen. Ich bin schon mal froh, dass sie es überhaupt weitergeleitet haben. Die Antwort ist automatisiert, klar, aber es ist von einem Menschen weitergeleitet. Schön, dass der Bot dich nicht einfach automatisch kommt. Ja. Der sieht so, oh, Lino nicht. Nee, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie es weiterleiten, weil es halt ein Video ist, vor allem. Aber, ja. Von dem Kanal der nicht mehr existiert. C600 Dirt Retro Hot. So, geil. Ja, Domme, du trittst einfach vorbei, wenn du mit deinem dann fertig bist. Da. Hast du das Showcase schon abgeschlossen? Ah. Cool. Wild. Ich hab eine SSD. Speedrunner. Ich muss so dringend Windows neu aufsetzen, es wird so langsam in letzter Zeit. Aber ich kann mich nicht dazu aufraffen. Ja, mach mal, dann hast du mehr FPS in Minecraft. Ja, aber wenn ich, egal, vor allem wenn ich jetzt... Ich hatte mehr FPS in Minecraft, wo ich Windows installiert habe. Ja, aber vor allem wenn ich, Forza starte oder auch generell, wenn ich, sag mal, neuere Spiele starte, Forza, Assetto Corsa Competizione oder so, bis das wirklich startet, dauert das mittlerweile echt ziemlich lang. Mach einfach mal, ist gar nicht nervig. Es ist fucking nervig, aber ich glaube nach 2 Jahren sollte man es mal machen. Ich meine, es ist Windows. Ja. Ich würde einfach empfehlen, diese eigenen Dateien auf einer anderen Festplatte. HDD und IBAN abschließen. Ja, man kann auch den Pfad einfach ändern, dass er das automatisch da speichert. Ja. Nicht auf C, weil auf C die Sachen zu haben ist immer nervig. Ich habe die schon möglichst aufgeräumt. Am besten eine Festplatte nur für Windows, damit man die schnell. Ja, das ist halt echt so. Weil das ist. Windows will direkt immer alles löschen, nö, alles weg. Komm. Kann man ganz kurz gucken. Auf meiner C habe ich Forza, ich habe da die OBS-Aufnahmen, also nicht gespeichert, aber wenn ich mit OBS was aufnehme, kommt das da drauf. Ach so. Und wenn du Windows noch installierst, deinstallier vorher alle Forza-Dinger. Ja. Ja. Weil die musst du nachher neu installieren. Kann ich das nicht auf die HDD verschieben und dann zurück? Der erkennt das dann nicht mehr. Der erkennt das nicht mehr, ne. Oh, ja, dann deinstalliere ich die vorher. Und wenn du es vorher nicht deinstallierst, kriegst du es am Ende nicht mehr runter, weil sich bockig stellt. So, nö, ich bleib jetzt hier auf der Festplatte. Dann musst du die am Ende auch noch formatieren und dann bist du mal... Aber ich muss nur Horizon 4 deinstallieren, die anderen beiden habe ich auf der HDD. Die musst du auch wegmachen. Der hat alles weg, der erkennt ja egal, wo du es machst. Der kann's nicht. Oh lol, ja GG. Ich hab's auf einer anderen SSD, der kennt's auch nicht mehr. Ja. Fuck. Ja gut, dann muss ich die deinstallieren, ansonsten habe ich nichts vom Windows Store. Und ansonsten habe ich so ein paar kleine Programme drauf, die kann ich da easy wieder draufziehen. Weil kopiere ich rüber oder so. Perfekt. Melde ich uns mal für die Prüfung an. Ich kann wieder meinen tollen Bright-Ding nutzen da. Perfekt. Oh. Also Prüfung geht ja noch, aber... Spielplatzpartie war letzte Woche easy eigentlich, außer dass der Server abgeschmiert ist. Wenn ich da schon wieder dran denke, kriege ich echt Aggression. Eigentlich nur verzweifeln, weil ich bin zu müde für Aggression. Mein Auto hat sogar Rallye im Namen, also muss es doch gut sein, oder? Ich glaube, es ist aber... Nur wenn du Flammen drauf hast. Nee, ist Dirt. Okay. Ist sogar Dirt, Alter, passt richtig gut. Ich fahre die ganze Zeit im Kreis mit meinem Maus da. Geil. Ich schlaf leider, Alter. Ich nehme dann den Moslauer für die Meisterschaft. Ja, Mann. Okay. Auf C. Ja. Ich mach diesen Glitch. Funktioniert der überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung, wie man den macht. Ich glaube, das war einfach nur ein Bug in der einen Saison. Ja, ist es auch. Eigentlich. Das war, glaube ich, keine Absicht von Leuten, dass sich Leute dachten, ich nehme jetzt ein S2-Autos für B oder so. Ich glaube, die haben einfach einen Wagen gewechselt und wurden dann mit dem Wagen reingezogen. Nö, die hatten den ausgebildet. Ja, eben, dass das irgendwie, die nicht mitgezogen wurden erst, dann den Wagen gewechselt haben und dann doch irgendwie reingezogen wurden. Ja. Ist aber funny, ne? Wenn man den richtigen Wagen hat. Ich erinnere mich da noch an so eine A800-Meisterschaft, wo auf einmal so ein S2 Veneno drin war. Hat ihm nicht viel gebracht. Gut, bei einem Rennen ist es geil. Also, aber Mythos hatte das bei Spielplatz. Martin hatte da einen Bugatti, ne? Das ist auch nicht hilfreich, so ein Klotz zu haben. Dann doch lieber eine C-Karre, die ist wenn es kein Divo ist, das ist generell vielleicht nicht so. Nein, nein, das war kein Divo. Da gab es ja noch nicht. Retro 2033. Hahaha. Ha. Was? Die Meisterschaft heißt Retro 2033 anstatt Metro 2033. Oh, ich lach dann gestern. Ja, habe ich mir auch gedacht. Weißt du allein, dass es interessiert, welchen Namen die Meisterschaft hat? Ja, das habe ich doch direkt gesehen. Warum kann man überhaupt lesen? Verstehe ich Stimmt. nicht, Alter. Scheiße. Cringe. Aufgeflogen. Einfach erraten, was das bedeutet. Einfach Piraten. Ey, aber wir haben heute keine Randoms dabei. Kann ja nur. Dafür sind wir die Randoms. Ja. Das Problem sind wir. Das Problem sind ich. Das Problem bin wir. Iconic Bro. Die Cringe McNuggets. Geile Namen mal wieder am Start. Ionic Bro. Ja, meine ich doch. Der kann nur nicht schreiben, okay. Oder Lonic, man weiß es nicht. Ah. Stimmt, Alter, das ist eigentlich so. Minus 2074. Ja, da wenigstens 2077, aber so. Cringe McNuggets. Jetzt habe ich schon ein Product Placement. Da fährt ein Gigantum. Ist aber nicht schnell. Irgendwas für Namen sein würde. Der Flochtdorf yeetet bei mir voll durch den durch. Frag mich, was es hier für Namen geben würde, wenn es auf Steam wäre. Also, wenn man jeden Namen nehmen könnte. Das wäre nochmal ganz anders, will ich. Aber hey, die Profilbilder sind ja ganz gut. Ja. Die sind auf der Playstation wahrscheinlich nicht so gut. Auf Steam hättest du dann jedem Rennen irgendeine KI mit www.lootcaseopenings.com. Twitch im Namen, Alter. Twitch, Cisco Loot Cases und Reddit oder so. Ja, hier darfst du ja nur Facebook Gaming jetzt haben. Ja, dann wäre Herr Müller hier auch. Herr Müller. Der mittlerweile mit Sandmann heißt, oder so. Kannst du weggehen, Son of Sam, mit deiner französischen Schale? Jo, geh einfach, steig aus. Mein Auto hat Rallye im Namen. Meins hat Bright-Sticker. Stimmt. Was kann ich in die Kurven fahren? Nee, ich kann einfach nur nicht fahren. Okay, beides. Okay, ja, wir haben es verstanden. Du bist der normale Online-Spieler, okay. Du kannst nicht fahren, fährst Bright-Sticker-Auto. Ich bin derjenige, der dich wegrammt. Den Leute wegrammt. Ha, ich nutze den Leck zum Vorteil. Absolut. gleich wenn ich von dir Windshot nehme, kriegst du mich einfach komplett nach hinten. Oh, die beiden einfach komplett wegziehen. Scheiße, ich bin im Begrenzer. Fuck. Aha, ich hab noch einen sechsten. Scheiße, ich bin auch im Begrenzer. Bei wie viel? 203. Scheiße, ich war 200. Flat. Verfolgungsjagd. Mit 3 km/h Unterschied. Oh mein Gott, Bremsen ist wichtig. Kannst du immer noch nicht fahren. Klar, aber man denkt bei solchen Geschwindigkeiten, dass man nicht bremsen muss. Und dann kicken die Räder rein. Ja, 200 ist ja so langsam. Ja, es fühlt sich zumindest langsam an. Okay, Junge, 200 fahre ich in der Innenstadt. Ich glaub's dir. Naja, immerhin nicht 10er, sage ich immer. Geht's weiter, oder was? Wow, da steht nicht mal Relish, einfach nur R. Wie traurig. Was soll das eigentlich? Jo, ist einfach waste. Warum bist du nicht in Krystall Performance? Stimmt, voll Krystall Performance. Du Verräter, du. Dann wärst du instant immer in den Top... Ja gut, Top 3 nicht. Kommt drauf an, wer mitfährt, aber... Dann wärst du einfach Top 1 auf der Welt. Mindestens Top 6. Das ist ja... Oh. Du bekommst Zugang zu Tunings, die du sonst auch runterladen kannst, aber dann auch zu... Hey, du hast keine Vorteile. Aber auch keine Nachteile. Ja doch, du bist im Krystall Performance Club. Ja. Aber ey, es ist halt ein Statement. Hm? Ja. So, da alleine, halt, alleine das Performance in dem Namen steht, gibt dir schon 10 PS mehr. Ja. Da wenn du den linken Sticks nach runter drückst, dann, Alter, dann kriegst du Performance, die ist... Ja, du hast auf einmal, wenn du einen linken Stick reindrückst, hast du ein CWT im Auto. Nee, ja, hast du die Spezialfähigkeit von Franklin. Ja. Die haben auch auf alle anderen Spieler dann gilt, Alter. Einfach Speedbreaker mit Crack gemischt. Mhm. Speedbreaker, der dich schneller macht. Speedbreaker mit Nitro. Aber was muss er schneller machen, wow, als es überhaupt geht. Die KI rammt mich einfach voll in die Wand rein. Wir fahren auch das gleiche Auto, du Keck. Ah, sorry, Flop. Aber Freund, nice. Warum das Emil da auch noch hängen bleibt, voll reinknallt. Der fährt Baguette auf Rädern, oder? Oh, wow. Ja, ist GG auf jeden Fall. Der hat das Ziel verpasst. KI auch manchmal Designs drauf oder irgendwie? Manchmal, also im Singleplayer auf jeden Fall, im Multiplayer selten. Wenn die auch mal gerne mit drauf haben, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Boah, bin ich schnell. Jetzt kommt das R. Emil? Form. Hallo? Nein! Nein, Emil, oh Gott, wow. Nein, ja. Es bricht ab, oder? Oh nein, ja, oh. Perfekt. Ey, bei mir lief eigentlich alles gut. Ja, bei mir lief es auch noch weiter, aber ich wusste, so, also Emil ist rechts in die Kurve reingefahren. Ja. Und dann dachte ich, okay. Ja. Oh, Digga, es läuft schon wieder so scheiße. Keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Passt, ja. Ey, früher lief es halt besser, ne? Season 12. Früher war alles besser. Bring back Season 12. Hm? So extrem muss ich das auch nicht machen hier. Das ist gut. Aber Server haben wahrscheinlich nur so ein Pentium. Flopflops links in den Wald gefahren. Wenn ihr einen Wald in der Nähe habt, geht dort jeden Tag hin, Bäume besuchen. Ja, das ist ein guter Hinweis. So, wenn Floft auf einen Fehler macht, dann weißt du, die Lobby schmiert ab. Ja. Würde sonst nicht passieren. Ich glaube, das trifft aber bei jedem von uns zu, wenn jemand links in den Wald abbiegen würde. Und nicht Stone Officer ist. Und nicht Stone Officer ist, das ist vielleicht die Ausnahme. Okay. Wenn Flofdorf nicht erst ist, irgendwas beschmieren. Ja. Vielleicht haben die echt auf dem Pentium abgegradet. Ja. Vielleicht sogar 2 Kerne statt ein. Deren Server laufen auf irgendwas, was mit Intel gepowert wird. Ja, die haben so 128 MB RAM. Ja. Ne, die laufen einfach in Chrome-Tab. DDR1. Ja. Absolut. Wurden mit Java programmiert wahrscheinlich. Ey, nichts gegen Java, Java ist wild. Python. Java ist auch sehr effizient auf jeden Fall. Ja. Ist ja nicht so. In Informatik sind Java basiert, Informatik sind unsere Computer nur fast explodiert bei Java, nicht ganz. Ja, wer Forza auf Java basiert, wir hätten 2 FPS. Ja. Absolut. Wir haben im Infounterricht, haben ich und mein Kollege, wir sollten so ein Programm machen, wo wir dann quasi so ein Viereck haben und da drin sind so Kreise, die... Ah, überall, Minecraft also? Ja. Und in diesem Kasten sind halt so Kreise, die von den Wänden abprallen sollen. Und wir sollen dann so 5, 6 machen. Wir haben irgendwie 100 Stück reingeballert. Hat der Computer nicht ganz so gemocht, 100 solcher Kreise dauerhaft zu berechnen. Vor allem dann mit so Schrott... Physik. Vor allem dann mit sehr solchen Schrottcomputern. Ja. Wir haben extra neue Computer wegen Informatik bekommen. Ja, wir haben mittlerweile auch mal. Bestimmt so Gaming-Computer mit RGB. Ja. Ne, wir haben so einen roten Akzent vorne. Oha, wild, Alter. Also rot bedeutet ja immer, dass es ziemlich schnell ist. Ja, Mann. Und so rote Akzente. Deswegen sind Bugattis selten rot. Das sähe ja auch weird aus, wenn Bugatti rot ist. Es gibt auch die rot-schwarzen, sind doch diese Supersports. Der Bolide soll doch jetzt schnell sein, oder nicht? Also EB110 in rot ist wahrscheinlich noch okay, aber... Den EB110 gab es nur in dem Blau und einen in Gelb. Gab es den nicht in rot? Nein. Es gab alle wurden in diesem französischen Blau oder wie auch immer das heißt produziert, außer einer für Michael Schumacher. Der wurde in gelb... Michael Schumacher. Michael Schumacher. Michael Schumacher, der wurde gelb gefärbt, aber sonst waren alle blau. Michael Jackson. Den Veyron. Den Veyron gab es halt in diesem Rot-Schwarz, in der, ich glaube, die Supersport-Variante war Schwarz-Orange und Schwarz-Blau. Ja, aber orange. Aber die Standardversion gab es in Rot-Schwarz, meine ich. Schwarz-Rot-Gold. Ja. Und der Chiron ist ja blau, hellblau. Und die Sportvariante. Kennst du dich so mit Bugattis aus? Ja gut, du kannst ja aber auch in verschiedenen Farben bestellen, den Chiron. Welche Farben davon alle Farben auswendig, aber er hatet immer. Ja gut, und La Voiture Noire ist halt... Ich kann es dir auch bei vielen Ferraris sagen, ich kann's... Keine Ahnung. Wie hast du den gerade ausgesprochen? Wen? Wie hast du den gerade ausgesprochen? Ist auch noch da? La Voiture Noire? Ja. Ist das der mit den hässlichen Auspüffen? So heißt das Auto. Mit den 5 Millionen? Dann das dieses, was nur einmal gab, dieses schwarze... Die Aussprache habe ich noch nie gehört. Ist die korrekt? Ja, das ist französisch. Okay, deswegen bekommt die niemand hin. Und Noir bedeutet schwarz, deswegen hey, ist das nicht dieses hässliche Teil mit den 10.000 Auspuffen? Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, aber... Ja, du hast auch keinen Geschmack. Oh. Aber der Bolide soll eigentlich ganz cool sein. Ist das nicht? Oder? Hey, ist dieser Bolide nicht der in Le Mans fahren soll? Ja, irgendwie sowas. Der aber dieser neue halt, der auch wirklich irgendwie Track fahren soll. Das erste Auto, was um Kurven fahren kann. Nee, den Bugatti Chiron gab es in irgendeiner Track-Version. Und das Gewicht juckt ja auch gar nicht mehr, weil die Reifen momentan so gut sind, dass wir es einfach alle können. Kann man auch 10 Tonnen machen. Ja. Der 35 konnte auch um Kurven fahren. Ja, um eine 20-Kilometer-Kurve. Also, weil ich weiß, haben die Reifen so viel Grip, dass es eigentlich gar nicht mehr juckt, wie viel du siehst. Doch, es juckt schon noch, aber... Die haben einfach Frosty die Werte hochgestellt. Ja. Weil was man den Bugattis lassen muss, die Michelin wie heißen die? Pilot? Wie heißen Michelin Pilot? Ja, Reifen halt. Juckt doch Reifen. Ja. Die sind krank, die Reifen. Ja, das meine ich ja. Kosten die nicht irgendwie 10.000 Euro einen Reifen oder so? Das juckt nicht, wenn du ein Auto über Ich weiß, aber trotzdem. Ja, die benutzt schon einmal und dann musst du die wechseln. Die müssen wirklich alle... ich weiß gar nicht genau wie viel, auf jeden Fall müssen die ziemlich oft gewechselt werden. Ja, weil die ansonsten... so einer Leistung. Wenn du fast 2 Tonnen und 1500 PS draufklatscht, ja, und wenn die halt so... Ja, nicht mal, selbst wenn du nicht einmal die unter Stress stellst, müssen die ab gewissen... Kilometerzahl, die nicht mal wirklich hoch ist, gewechselt werden, weil du ansonsten, wenn du dann mal diese 400 km/h fährst, weil die dann das einfach nicht mehr ganz gewährleisten können, aber weil es halt auch unmöglich ist, dass über die lange Zeit... Reifenplatzer bei 400 km/h ist unsympathisch, ist jetzt nicht so nice. So. Dein Tank schafft das eh nicht so. Und die Felge muss mitgewechselt werden, weil die Reifen quasi an die Felge angeklebt sind. Ach, wie in noch teurer kann man direkt ein neues Auto kaufen. Ist schon wild. Alter, wilder Fiesta. Hi. Hi. Boah! Moin. Moin. Ich hab meinen Auspuff, Alter. Oh, ein bisschen ein auf M4. Wo es den Golf 3 gibt. Gab es eigentlich irgendeine Farbe, in der es den Golf 3 nicht gab? Hatte er nicht gefühlt jede Farbe, die es gibt? Ja, jeden 16,8. Ja. Aber die Zeiten waren aber krank, wo es wirklich unendlich viele Farben gab. Ja, diese ja, aber gefühlt ist alles schwarz und weiß heute. Ja, aber hier, was? So limefarbene, hier New Beetles und Polos und dann, das ist schon wild. Aber ist auch Angebot und Nachfrage, wenn das keine kaufen will. Ja klar, also heutzutage gibt es sowas wie Folierung, die macht man dann, wenn man eine eigene Farbe hat. Die unendlich viel Geld kosten, gefühlt. Also ein Nachbar von uns hat einen Speziallack, kostet auch viel Geld. Ja klar, der foliert ihn jedes 2 Wochen um. Du brauchst einfach Plastidip. Ja. Nein, 20 Tonnen Folie und dann hast du... Stornoff mit schneller zu 204 km/h. Ich habe meine Gear-Ratio gemacht, ich habe jetzt 205. Ach, fick dich doch. Du kommst die Kurve eh nicht. Ja, okay, ich kann mein Getriebe umstellen, wie ich will, ich habe keine Leistung. Auch Bright Sticker. Und Flammen. Und die goldene Motorhaube. Ja. Ja, wie schnell du wärst, hättest du alles zu viel. Der so eine Phrase, ich weiß. Gibt's vielleicht, keine Ahnung. Ja, ich geb die Phrase, immer in die 9er, sag ich immer. Hast du nie ein Ende nehmen, oder? So, erster Horizon 5 Stream, ja gut, dass ich nicht Fünfter bin. Wow. Sagst du dann, wenn du die Demo von FH5 spielst, die Supra MK5 ist dein Lieblingsauto und du willst die unbedingt? Nee, das ist Lukas Drop. Also. Emil A-Klasse Rallye-Rivalen? Ne, ja, ihr macht jetzt keine Rivalen, ihr fahrt. nee, mal in der Zukunft. Horizon 5 Demo ist dann größer als Horizon 4 selbst. Ja. Ich glaube, die Horizon 5 GB. Ich glaube, die Horizon 5 Demo wird so groß wie das Need for Speed, was dann rauskommt. Ja. Ist ja ziemlich common. Ja, das kann gut hinkommen. Und ist wahrscheinlich auch besser als das. Ja, das ist aber wahrscheinlich gar nicht mal so groß, die Demo, weil... Das soll da groß sein, ne? Einfach 8. Aber ich könnte schwören, als Horizon 4 rauskam, oder als die Demo rauskam, waren das 26 GB, jetzt sind es 28. Oha, Scam. Was ist denn eigentlich, wie viel hat jetzt gerade Forza? Wie viel Gigabyte? Oh, zu viele. 80 oder sowas? Nein. Ich guck gleich mal. Mehr als 80, 100 oder nicht? Also mit beiden DLCs? Nee, 100 noch nicht, aber ich glaube so um die 90 oder... Ich glaube, mit beiden DLCs bist du bei über 100, aber alleine bist du über 80. Ja, schon mit DLCs meine ich. Ja, mit DLCs locker über 100. Das denkt ihr, wie viel FH5 hat bei Release? Boah, bei Release. Boah, bei Release 150, ne. Achso, nein, nicht bei Release, nein. Ich glaube aber schon so stabile 120 bis 130. Aber ich meine, ganz viele moderne Titel haben jetzt 150 GB. Aber 120 bestimmt. Keine Ahnung. Steht GTA 6. Ja, GTA 6 wird mehr haben. Wenn es überhaupt irgendwann mal was haben wird. Ja. Immer ein Terabyte, das ist schon. Oder ob es irgendwann GTA 5.2 gibt einfach. Ja, weißt du, die verkaufen einfach GTA 5 direkt mit GTA 6 mit Festplatte dann direkt. Ja. Vorinstalliert. Muss einen extra PC kaufen dafür. Ist dann schneller da, wenn du es bestellst, als wenn du es downloadst. Ja. Mhm. Und du hast wieder Hardware-Sales und so. Hä? Ja, du könntest wieder Actual Hardware kaufen. Und nicht Server oder so. Oh, sorry. Ja, aber das wird Sinn machen. Nee, wieder nicht. Also so wie du früher CDs kaufen oder DVDs kaufen konntest, die dann wirklich kann man heutzutage immer noch. Ja, aber es ist halt auch, keine Ahnung. Gibt's heute einfach nicht mehr. Selbst wenn du GTA 5 auf DVD hattest wie ich, musst du immer noch runterladen. Nein. Doch. Nein, das gibt's als mit 12 oder so, mit 8 DVDs. Ja, habe ich. Jetzt musst du da nicht downloaden, das kannst du auch installieren. Ja, ich habe das installiert und dann musst du immer noch Sachen downloaden. Ja, Updates. Ja, zig Gigabyte. Ja, Update ist doch logisch. Aber ich glaube... Die Updates sind nicht auf der DVD drauf. Ja, logisch, aber oder? Du musst es nochmal irgendwie... Also nicht nur Updates, es gibt nämlich dann zwei Download-Phasen, meine ich. Einmal die Updates, ganz klar. Naja, immerhin. Aber auch einmal... aber auch einmal noch mal das Spiel oder so. Nee, das einzige PC-Game, was ich als DVD habe, ist Need for Speed 2015. Ich hab... Digga, das ist irgendwie weird. Was da hinten. Halt einfach weird, PC-Spiele als DVD zu haben. Ja, aber ich bin halt in der Transition, wo das gerade weggegangen ist. Ja. Transition von komplett Lost zu, ja, normal. Lost. Na, ist halt manchmal die Frage, wenn dann irgendwelche Service runtergefahren werden, ob du dann den Games noch hast oder nicht. Forza ja, 4 Demo 2015 ist nur leider online. Ja, Forza Horizon 4 Demo hat 28,1 GB, Horizon 3 hat 62,4 GB. Oh, Motorsport 7 und Horizon 4 laden noch, muss ich mal gucken. Das war mein typischer Satz, sorry. Es kommt in jedem Stream mindestens einmal. Forza Horizon 4 hat 91,5 GB und Motorsport 7 hat 99,3 GB. Man müsste das mal so vergleichen. Wie viel FH1, 2, 3, 4, 5. Also Horizon 4 hat schon mal locker 30 GB mehr als Horizon 3. Ja, also sind meine 150. Ja, und Horizon mit DLCs. Horizon 2 war wahrscheinlich so. Irgendwas mit. Um die 30, glaube ich. Ich glaube sogar noch. Horizon 1 ist auf eine DVD gepasst. Weil du musst überlegen, keine 4K-Texturen. Ja, klar. Die nehmen halt sau viel weg, weil... Ja. Viel weniger Fahrzeugmodelle im Endeffekt. Ja, deutlich weniger. Map ist auch deutlich undetailliert, also... Ja, du hast in Horizon 4 hast du ja quasi keine gesperrten Flächen wie in Horizon 2. Ja, in Horizon 2 hattest du noch einige hier und da. Ja, du hattest doch diesen riesen Wald in der Mitte, in den du nicht konntest. Mhm. Ja, Horizon 3 hatte auch noch ein paar gesperrte Flächen. Ja, aber schon... Kleiner. Das, ja, aber das macht jetzt nicht so viel an der Größe, glaube ich. Ja, klar. Aber du brauchst die Hitboxen da halt nicht. Ja, die nehmen es auch nicht so viel weg. Die Texturen, ja. Also es hat jetzt sich halt am Ende Texturen, Fahrzeuge. Und Horizon 3 hat halt nochmal ein paar weniger Fahrzeuge als Horizon 4 mittlerweile. Dezent. Hier und da, 2, 3. Wie viel hat Horizon 3? 500? Keine Ahnung. Insgesamt? Genügend. Wenn man mal ehrlich ist. Ich liebe nur OP-Lines. Ja, Peter nimmt OP-Lines, Wallriding-Lines. Ja, das sind die Stone-Offs der OP-Lines. Ja. Zu spät. Ich den Checkpoint vorbei. Wow. Nice. Der habe ich bei den Rivalen gelernt. Jetzt werde ich von der... Ich weiß nur nicht, wie gut die ist bei 10. Alter, jetzt hör doch auf, Mann. Ich glaube nicht so viel. Die KI macht nicht so hilfreich. Ich brauche einen Streit. Also, ja, FH5 kann deutlich größer werden, weil... Kann detaillierter werden wegen neuen Konsolen. Größere Map vielleicht mal. Ja, genau. Also, ich glaube, die Map wird deutlich größer. Muss sie. Ich glaube drauf. Ja. Ansonsten sende ich meine Schläge. Ich glaube, die wird schon mindestens anderthalb mal größer. Mindestens, ja. Weil neue Konsolengenerationen. Ja, das ist so ein Traum, ne? Also die aber haben wird denn jetzt, also, nee, man weiß ja noch gar nicht, ob es Horror... Ja, doch, wahrscheinlich nicht. dass es Horizon 5 und nicht auf den alten. Selbst wenn, aber haben sie es nicht bei Horizon 2 so gemacht, dass die Version auf H1 kleiner war? Nein, das werden die nicht machen. Wings? Das machen die nicht. Vor allem, ja stimmt, die Xbox Series S ist ja auch relativ günstig. Ja. Die werden nicht eine eigene Version, weil FH2 auf der 360 war eine eigene Version. Ja eben, das meine ich ja. Also wenn, dann werden sie es so machen. Das ist die Nintendo DS Edition von dem Game, das kann man nicht vergleichen. Aber das werden die nicht tun, weil, warum? Viel zu viel Arbeit. Das ist, wird auch gar nicht zu der Art. Weil keiner eine Series hat. Das wird ja auch gar nicht zu dieser Art passen, die gerade fahren. Ja. Ja, vielleicht dann Series X, aber ja auch nicht. Aber glaube ich auch nicht. Also doch Series X. Aber ich meine One X nicht. Vielleicht. Moin, wie geht's? Wo ist meine Power? Ich dachte, ich habe mehr. Nein, aber ich habe auf jeden Fall keine Bremsen. Selbst die One X hat ja kein SSD, das ist das Problem. Deswegen. Hat die One X oder One S jetzt? Keine One. Ach so, nee, die haben. Deswegen kriegen die sind ja auch uralt. Ja, aber die One X. Ja, aber heutzutage ist es ja auch viel günstiger Speicher. Ja, aber die One X hätte auch eine SSD bekommen können, aber hat ja nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass da noch Forza kommt. Ja, nee. Kann ich laden. So Namen sind so verwirrend. Ich denke bei der Namen ist jetzt eine Series X. Scheiße, Alter. PS4, PS5, ganz easy. Ja gut, das ist ein bisschen zu langweilig, finde ich irgendwie. Ja, aber es macht Sinn. Ah, zum Glück ja, es macht so Handynamen. Sinn, aber man weiß, dass die nächste PS6 heißen wird. Bei der Xbox ist man immer so, oh, wie heißt die jetzt? Da ist so ein kleiner Hype. Achso. So wie bei Smartphones. iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, XS, 12. Wie heißt die nächste Nintendo? B. Bra, ja gut, das ist ein anderes Thema. Das meine ich halt, bei Nintendo klappt das halt ultra gut. Hä? Was? Da sieht irgendwie den Namen einer Spielekonsole. Das sagst du jetzt so, aber die verdienen damit Milliarden oder Millionen. Wahrscheinlich auch Milliarden. Ich meine, ja, wenn ein Name scheiße ist, ist das halt scheiße, aber... Alter, wow. Ja, was denkst du, warum die Wii U gefloppt ist? Weil ja, die Wii U heißt. Ja, warum floppt die Xbox One X? Keine Ahnung. Ist die One X gefloppt? Naja, also sagen wir mal so, einige werden halt eine One X kaufen statt eine Series X. Ja. Weil die lost sind, also wenn das Kind sich jetzt keine Series X gibt. Ja, gut. Ja, das Kind sagt, ich möchte eine Series X, dann kriegt eine One X, weil die Eltern einfach zu lost sind. Anton an der Stelle, wenn er eine Series X will. Aber eine Series X ist für die der hat sich eine Switch gewünscht und einen Gameboy Color bekommen. Gameboy Advance. Nee, aber die Series X würde ich mir für Emulation holen. Oder Emulation. Weil die kann ja alle alten muss aber erstmal Kinder abziehen. Ja. Ich hab auch Bock auf die, aber die sind so useless. Ja. Na gut, ich kann Forza einen Trost geben. Stimmt. Das alleine schon viel Geld wert. Ja. Nee, an sich ist die echt unnötig. Also, wer zumindest einen PC hat. Sonst natürlich nicht. Wenn ein Spiel rauskommt, was dann... Ja, wenn man einen PC hat, wo die Grafikkarte schon mehr kostet. Ist eigentlich wenn mich Motorsport interessiert oder Horizon 5 rauskommt, hole ich mir einfach nur eine 3080. Wenn man sie dann kaufen kann. Wenn man sie kaufen kann. Ja, du musst einfach anfragen, da kriegst du schon. Placements. Manchmal sind ja so Firmen so gönnerhaft unterwegs. Lino, du hast den IROC jetzt. Oh, stimmt. Ja, Mann. Ich will den. Kann er nicht. Ich weiß nicht, was ich an dem sogar finde, aber das Auto, was ich kenne. Wo ist er? Der heißt ja nicht mal IROC. Oh. Nee, ist ein Camaro. Aber das ist, die Ausführung ist ein IROC-Z. Keine Ahnung. International Race of Champions Edition. Ah doch, IROC-Z. Wow. Wieso heißt? Oh, wow. Und endlich glücklich, Lino. Ja. Mein Gott, der war ja auch in keinem Forza bis jetzt. Ja. Wofür steht das Z? Keine Ahnung. Für... Super. Ja. Also beim Super. Z weiß ich nicht, bei IROC weiß ich aber bei Z. Für Zack. Swag. Zu krass. Oh, Junge. Zu wild. Was kann man da jetzt swappen? Ist ja das Wichtige. 6,2 Liter V8, 8,4 Liter V10. Wow. Okay, Kackauto. Nein, man kann kein V12 reinmachen. Sagt der, der einen 205 fährt, Alter. Der hat Rallye im Namen. Ja, macht ihn trotzdem gut. Okay, Standard. Oh, oh. Ja, der IROC-Z hat, der Champions im Namen. Von daher, was willst du damit, Ready? Der hat nicht Champions im Namen. Doch, IROC steht für International Race of Champions. Yeah, das ist aber nicht Name, ja, das ist sondern nur die Abkürzung. Ah, okay. Aber er hat Camaro im Namen. Ja, gut. Und IROC. Ja. Was für International Racer Continental? Ich weiß gar nicht. Nein, IROC. Das ist wild. IROC, ja. I am Rock. I am bro. I am bro. Oh, schnell noch. Sorry, Emil. Ein typischer Satz, wenn Luca mitmacht, ist irgendeine Beleidigung gegen ihn. Nee, ich sag immer sorry, Emil, wenn ich ihn ramme. Luca fährt voll in Emil rein, sagt dann, Emil, was kommst du mich weg? Wieso hast du ihn so? Oh, was tun wir jetzt? Spielplatz. Oh nein. Es wäre schon lustig, wenn Luca Spanisch wäre und trotzdem so ausrasten würde. Das Video von Jimmy Borten war schon nice. Oh, die alte so ausgerastet ist. Sind auch mit anderen Farben. Oh, oh. Ja, aber der ist nicht Spanisch. Ja, warum nicht? Warum ist er Spanisch? Ja, frag seine Eltern. Frag deren Eltern, deren. Frag den ersten Menschen in der Stadt. Oha. Schieb mich auf Eva ein. Wir nennen Adam. Hm? Ja, wir nennen Adam. Weil Frauen kommt danach. Okay. Ja. Religionskunde mit Dom. Rassistisch und so. Hä? Hm? Was? Religionskunde mit Dom? Nö. Du hast dein Ziel erreicht. Aber wir sollen ja nicht auf Mutter gehen. Das ist so einer wie du, so viele Abos hast. Unverdient. Unverdient. Vor allem, dass ich in den letzten Tagen 5 Abos gemacht habe. Unverdient. Sowieso. Stell dein Video einfach auf Reddit und kriegst du mir soll ich mal ein Video auf Family Friendly stellen? Naja. Also mit deinem Englisch erhängen sich wahrscheinlich mehr Kinder, ja. Sagt der Franzose. Ich kann besseres Englisch als du. Ja. Es kam gar kein Alert, frech. Ja, also das konnte man dann am Ende irgendwie doch aushalten, aber... Ja. Aber am Anfang ist es schon so ein Grundschock. Ja. Warum, weil du mich ja das erste Mal Englisch reden hörst, Alter. Ja. Weißt du, bei Johnson, wenn bei den Community-Sessions oder so, ich hab noch nie Englisch da geredet. Nein. Du sagst immer, Dritte Reich, ja. Reich. Ja. Ich vergase euch. Ja, moin. Ich fühle mich gescannt. Aber so, wie so richtig flat einfach. Warum fühlst du dich gescannt? Horizon 4 is out for Overture. Da kam kein Alert. Ja, ich hab abonniert. Ja, ist die Glocke scheiße, Lino ist dumm. Bist du überhaupt noch an? Hat das auf Lino nicht abonniert? Du bist ein Ehrenmann. Ich hab's auch erst jetzt gesehen. Oh. Wieso hat der IROC in der Autofreischaltung einen Bonus für Dirt-Rennen? Was ist los? Lino. Das ist ein Profilbild in der Lobby. Ja, welches denn? Schon Swag, das unten rechts bei mir. Ist das von Emil? Alertbox V2 has been sunset as of January 25th. Thank you for your patience, we apologize for any inconvenience. Die hassen dich einfach. Louis. Junge, ja, ich wollte schon sagen, wie lange dauert das irgendwie jetzt? Bist du abgebrochen? Nein. Hä? Warum hast du eine Einladung bekommen? Hä? Habt ihr nicht? Nein. Ey, aber Pete auch. Ey. Was? Hä? Perfekt. Was ist das? Das ist Top. Natürliche Selektion von Forza, glaube ich. Warum bekommt ihr wieder eine Einladung? Hey, ja. Pete ist wieder noch Dings. Aber cool sieht das Auto schon aus, muss man sagen. Ja. Der IROC. Das macht gar keinen Sinn. iPace, IROC. Dom ist wieder da. i3. Moin, I'm back, bitches. Moin, my share. Ja, irgendwie bist du noch da, Pete. Ja, ich hatte doch keinen Bock. Bin ich noch da? Das dauert jetzt wahrscheinlich eh wieder 5 Minuten, oder? Das ist safe. Oh, moin, Lufthof. Muss ich vielleicht irgendwas annehmen? Nee, also es gab noch nichts zum Annehmen. Wann würde denn was kommen? Wenn bei mir erstmal was kommt zum Annehmen. Er hat nach einer Sitzung gesucht, aber noch keine gefunden. Ja, aber ich muss eigentlich mal aufs Klo. Ja, Moment, er sucht jetzt nochmal. Oh, bruh. Ich habe noch nie gesehen, dass hier Steine sind. Ah, jetzt hat er gefunden. Warum ist der Schnee? Nee, hat nicht gefunden, ich habe neu gesucht. Hä, warum? Hä? Warum hat er bei euch jetzt was gefunden? Ja, ich bin jetzt drin. Ja, du fliegst. Ich mach das jetzt, ist mir egal. Nein, das geht nicht. Gehst automatisch raus wahrscheinlich. What the fuck ist der? Ne, ich bin jetzt hier drin. Mhm. Vom Baum bei mir, Pete und Domme sucht er jetzt einfach weiter und bei euch, oder neu und bei euch. Hä? Ach, die UFO ist so behindert. Ich check's nicht. Ich bin alleine im Team. Karma. Karma dafür, dass wir in deinem Kopf leben, also. Was? Warte mal, das ist nur ein Spiel von uns dreien, hä? Ja. Ihr bekommt jetzt eine private Lobby, Alter. Ja. Geht einfach raus, dann automatisch gewonnen. Wie geil ist das denn? Nee, wir machen es jetzt einfach, es geht doch viel schneller so. Digga, nein, geht's nicht, weil doch. Wir es auch nochmal machen müssen. Für die geht's schneller. Ja. Ja, und? Da können sie auf Toilette. Ja, wir haben drei Randoms gleich in der Lobby. Hallo? Wenn wir überhaupt eine Lobby hier kriegen. Hey, warte mal, Emil ist wieder rausgeflogen? Oder ist er rausgegangen? Er ist rausgegangen. Okay. Das ist ein Ehrenmann. Ja, okay. Gut, dann geht nochmal raus. Yay, ich hab gewonnen. Oh, gegen die Kirche fliegen, ja Mann. Oh. Komplett zerstört. Hast du jetzt gewonnen? Ja. Recht. Okay. Okay. Will gleich wieder da. Ja, wir hätten das doch einfach alle drei. Wenn Pier dann gleich spielen. Irgendwas kommt, nicht annehmen. Ich glaube nicht, dass was kommt, aber wenn. Ich suche gleich mal eine neue Lobby. Wenn ihr wieder beigetreten seid. Wow, ich habe einen Ford F150 gewonnen. Glückwunsch, welchen? Es gibt so viele in diesem Spiel. Aus dieser Trophy Truck. Hä? 4 von 9 Spieler angenommen? Hä? Hä? Ich sag nichts mehr. Ja, der will jetzt auch, dass ich hier reingehe, aber ich habe das jetzt schon abgeschlossen, das mache ich nicht mehr. Hä? Hey, ich kann auch was beitreten. Ja, ich kann auch beitreten. Ha. Ja, tritt einfach mal bei, vielleicht. Einfach beitreten, mal ganz kurz. Ich will sehen, was passiert. Oh. Da, Auto auswählen. Hä, als ob das jetzt... Jetzt steht ja der Kolonnenanführer deine Kolonne für eine Veranstaltung. Hä? Wir zerstören das Spiel. Ja. Okay, wir sind... Ich glaube, Domme ist nicht drin, oder? Ah ja, wahrscheinlich, oder? Hä? Der hat auf einmal irgendwas alles angenommen von allen. Nein. Hä? Tatsächlich ja, nicht. Ja, wir gehen dann halt raus. Das eine ist eh ein Random. Hä? Wer ist... Ach so, das ist eh nicht drin. Nee, keine Sachen. Ey, das wird voll geil, weil der ist dann einfach alleine gegen 4. Also, wenn er lief, dann haben die easy win. Ja gut, ich würde sagen, wir leften mal eben alle ganz schnell. Wieso leftet ihr? Läuft easy win. Ja, weil Tomme nicht mit drin ist. Wir wollen eigentlich alle zusammenspielen, Storf. Das war das der Sinn von diesem Zusammentreffen. Ja, ja, aber ja, ja. Saisonspiele ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist zusammen viel besser als alleine. Eigentlich schon. Alleine absolute Depression bekommen. Also wir hatten nicht mal die Chance abzulehnen, Domme, ne? Er hat einfach angenommen. Ja, Forza ist halt komplett betrunken. Keine Ahnung, was da los ist. Praktikant hat irgendwas umgestellt. Tommy war da und hat also umgestellt. Die haben den, der normalerweise für Need for Speed Server zuständig ist, angestellt. Ja, die haben den, der für Need for Speed zuständig ist, angestellt. Ja. Der gesagt hat, Jupp, machen wir so. Geht durch. Der ist arm. Ach, der eine, der jetzt allein ist. Ja, dann tretet mal alle bei. Das wird schon. Irgendwann. Alles wird gut. Oh mein Gott. Jo. Oh nice, und sogar alle direkt in der Lobby. Oh, und Veranstaltung beginnt in 8 Sekunden. Nice. Wild. Ich frage mich, ob jemand hier... Oh moin Emil. Oh, er ist erstmal in die DMs geslidet, Alter. Ja, so slidet floppt aber einfach in die DMs. Mit so einem überschlagenen Mini. Ich schlaf gleich noch ein, glaube ich. Alles gut, wir carryen dich. Ihr weckt mich schon. Du solltest nur nicht wegen Inaktivität gekickt werden. Ja, ihr könnt mich ja wecken. So alle paar Sekunden, damit du nicht inaktiv bist. Fluffstoff, ich halte dich. Oh. Ich finde einfach als Weckerton, wie Fluffstoff mich anschreit. Das ist ja geil. Ich weiß nicht mal, wie sich das anhört. Ja, weil es ja auch nicht geht. Oh mein Gott. Vielleicht hast du ja als Weckerton Fluffstoff, deswegen wachst du nicht auf. Wachst du nicht auf? Ist doch, oder? Was da also? Versprochen. Oder ja. Sonopsa ist voll im Stepsis. Wir sind eine CD da einfach so hängen geblieben. Sonopsa ist voll im Stepsis-Modus, Alter. Oha, das war eine Transition. Bitte ist mir warm. Oh, bei mir hat er was angenommen. Ich weiß selbst nicht mal, wie es dich das anhört. Was, wie du schreist? Das macht gar keinen Sinn, Alter. Dass du überhaupt existierst, ist ein Bug. Ja. Oh. Aber ein guter Bug. Warum ist die Mauer hier so weiß gepunktet, WTF? Aber als kleines Kind hast du bestimmt schon auf Starren aufgewickelt. Nein. Junge, der hat als Baby wahrscheinlich nie geweint. Ja. Der war immer so ruhig. Und, einfach alle anderen Babys fertig gemacht, aber ja. Ja, mit Skill natürlich. Ja. Der konnte auch schon immer reden und hatte immer diese Stimme schon. Auch als Baby. Ja. Er hat einfach immer schneller getrunken und schneller gelaufen, krabbelt als die anderen Babys. Komm jetzt auf. Wir bringen gerade dazu, Lino dazu, dass er sich umbringt. Alter, wer stirbt da gerade? Yeah. Lino verrätst gerade. Lino, du bist noch nicht auf Facebook. Nicht sterben. Oh. Ich wusste geht's gar nicht, dass man an frischer Luft ertrinken kann. Warte, was? Ich hab grad getrunken, ihr Wichser. Nice FF. Aber sonst geht's ja gut, oder? FF? Das heißt nice FF. So, Faker. Nice Floff. Ich hab heute gelernt, dass FF aufgeben heißt. Danke, Floffdorf. Ich hätte meinen Xbox-Account einfach Floffdorf 2 nennen. Ja, das wäre ja Produktfälschung. Ja, dann zeigt dich Floffdorf an für Marken. Eingetragene Markenzeichen. Ich will mal eine Kohle, kann mir jemand eine geben? Oh, fuck. Du willst eine Kohle, kann mir die jemand geben? Eine Krone. Achso. Eine Corona. Du musst so nach Schweden gehen. Ich kann zu deiner Mutter gehen. Leute, los. Oh, ich hab mich gerollt. Give me that, thank you. Wow. Man, könnt ihr euch mal anstrengen hier? Ich will auch eine Krone. Verlieren. Ich will auch keine Krone. Immer muss man ja das selbst machen. Aber ich habe jetzt eine Krone. Oh, das packt man heute. Ach, danke. Oh, Alter! Was war das? Achtung, da oben ist auch einer. Egal. Egal. Ja, der ist einfach über mich drüber gesprungen gerade. Warum verfolgen die mich? Hallo. Komm bitte, schafft den Sprung. Danke. Geh weg, nur weil ich eine Krone hab, ist mir doch egal. Egal. Guck mal, wenn man famous wird, man verfolgt. Ja, er hat aufgegeben. Das kenne ich. Nee. Träume zählen nicht. Träume zählen. Oh. Wow. Oh. Alles gut. Ich hab noch alles unter Kontrolle. Nein! Doch. Nein! Oh mein Gott! Aufgeht einfach besser leise. Es lief nicht so. Oh mein Gott, what the fuck? Glitzig genug, Alter. Hey! Komm, nein, ich ins Wasser. Oder vielleicht doch. Wie habe ich noch meine Krone? Jetzt ignor. Das ist meine Krone. Nein. Ah. Hilfe. So, das ist krass. Ach, komm schon. Oh. Oh, Waffe. Oh. Was für beide? Nein. Oh, ja, was? Ich schieb dich einfach in die Krone rein. Aber das war meine Krone, die hat er mir vorher weggenommen, okay? Oh, ey, gib mal eine. Los. Wo ist die denn? Servus. Wo ist der Typ mit der Krone? Da mit dem... mit dem Ding angefangen. Da hinten. Oh, tschüss, Typ. Nein! Halt an. Ja, auch so schnell zu fahren, das ist illegal. Ja. Nicht, oh, nicht. Hallo Emil. Hier sind wir irgendwie zu dumm. Ja. Warum? Oh, danke. Oh, die Fisch, Alter, was ist das, Alter? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich bin rückwärts gefahren. Junge, warum, ey? Du bist eher in mich reingefahren. Ich bin nicht mal ausgebremst und ich schaff's einfach nicht. Aha. Oh jo, ich habe so Lack auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott, dieser dumme Ford, der dreht sich einfach die ganze Zeit auf dem Rücken. Oh nein, das ist eine Wand. Du solltest aufhören, dich umzudrehen, glaube ich. Nein! Können wir bitte mal jetzt gewinnen? Ja, wir gewinnen doch. Ja, ich habe Emil in die Krone. Ja, aber schneller. Mein einziges Ziel. Ach so. Alter. Moin. Ja, danke. Nein, ich habe mich schwer gedreht. Ach, Digga, das kann sein. Aber ich hab eine 360-Drehung gemacht. Ja! Okay. Da kommt der Deutsche in ihm durch. Ich bin wieder eine mit dem Lego-Profil. Lino trinkt Wasser. Erstmal irgendwas sagen, damit der verrückt. Ist gesund. Ich bin immer aufstehen. Slitzignu 426698. Achso. Mal wieder der X-aktuelle. Ja, nur so Retards im Gegner. So richtige Xbox-Namen. Moin. Moin. Ich sehe nichts, Bäume! Verkaufen, aber. Leute mit einem Xbox-Namen kann man zwar nicht ernst nehmen, oder? Schon so. Ja, man können sich nicht mal einen eigenen Namen ausdenken. Was ist das? Glitzigno, ich fick deine Mutter. Du hast mich gefickt erst. Ja, das geht auf. Mal los, die Karotte. Ja, da ist eine Wand. Jemand. Ja, egal. Durchfahren. Oh, hallo Karotte. Oh, tschüss Karotte. Oh, hallo. 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 Jawohl, drauf ihn. Ich hab ihn noch. Oh, nö. Junge, diese Karotte carried gerade ihr Team, Alter. Ist das eine Ehrenkarotte? Nein. Nein. Oh Gott, gleichzeitig eine Hugo-Karotte. Komm. Komm her, Alter. Oh mein Gott, was? Mann. Dass wir so schlecht sind. Ja. Wir verlieren gegen eine Karotte. Oh, what? Los! Ja, ja. Dumme. Alter. Ja. Ja, Lino, du hast mich angestupst. Ich hab hier, dafür, dass du mich das in Glitzy genug reingeballert hast. Das war Teamwork. Ja, das war absolutes Teamwork. Ja, Glitzy genug 187, Alter. Oh, Flocht auf bald 666. Oh, hi. Was soll das? Hi. Ja, bei Prestige 6. Son of Sir, warum bist du direkt so weit hinten? Weil ich rückwärts gefahren bin. Das ist tatsächlich nicht so schlecht. Jetzt ich hab's mal geschafft, mich hier auf die Sandsäcke oben zu setzen, dass mich niemand mehr bekommen hat. Moin Glitzige, tschüss Glitzige. Der erste, der infiziert wird, ist absolut schlecht. Junge, ich bin das gleiche da jetzt, Alter. Ich will hier komplett ja, ich bin's. Ich bin's. 2 Leute sind schon geleftet, 3. Okay, niemand wird infiziert. Auf. Alle sind gut. Wenn es nur ist, wie ein Fluffdorf infiziert wird. Ja, oh, mein Sohn. Tschüss, oh Gott, du bringst ja auch noch wen hinter dir mit. Das ist ja nett. Ja, da war jemand hinter dir. Ja, war. Alles gut. Oh, ich bin gegen Wand gefahren. Stones. Jetzt bin ich fast gehittet worden, aber der war zu schlecht. Das war diese Carrot im letzten Mal. Oh Gott, der ist so da hinter mir, Hilfe! Okay, Emil ist absolut scheiße. Ja, Emil ist schlecht. Geh den Lächeln, Emil. Aber ey, Emil war nicht infiziert, sag ich mal. Braun. Oh Mann. Einer musste sein. Ich werde dich geopfert. Nein, wir hätten alle siegen können, aber du musst es vermasseln. Oha. Die Streams bestehen nur noch aus gegenseitigem Gedisse und Runtergehen. Als ob das jemals anders war, Leute. Mal gucken, ob jemand leftet. Ich glaube, die sind, ich sag mal, intelligent genug zu wissen, dass sie auch beim Verlieren gewinnen. Das ist Forza. Alle gewinnen. Sollte man wissen, dass man hier immer gewinnt. Egal, was man macht. Das andere Team. Ey, ich lass die mobben. Okay. Ja, was denn sonst? Demütigen. Hier, Forza löschen. Was soll der Sinn von dem Spielmodus, oder nicht? Forza-Spieler minimieren. Jawohl. Boah, Junge! Er nimmt mir die Ehre. Komm, Glitzignu, komm nach Hause. Kick diesen Mende raus. Hallo. Was Glitzignu? Ja, was ist der mit ihm? Wo ist der? Baum! Hurensohn! Nein, du bleibst am Rohr. Eine Flagge. Na gut, wenn bei uns einer eine Flagge reinmacht. Ne, 2 müssen rein, ne? Ich fahr jetzt der Karotte hinter. Ich auch. Fahr du mal dem Glitzigen hinter. Was ist dein? Ja, ich wollte schon das Glitzigen. Das ist Stone. Ja. Oh, fuck. Oh, das war echt dumm. Hier sind geizig behindert. Alter! Junge! Weißt du, wir hätten theoretisch 2 Leute, die wir je auf eine Person anlegen können. Wir machen beide genau den gleichen. Junge, wir waren so hart in der Transition einfach. Junge! Er springt über mich drüber. Ja, über mich auch. Sollen wir uns gemeinsam löschen? Oh mein Gott. Wie können wir denn so etwas so verkacken? Nein! Ey. Oh, er wartet sogar auf mich. Was ein Ehrenmann. Er hat schon auf komplett... Geht's auf Glitzy genug. Er hat schon komplett aufgegeben mit seinem Leben. Dass sie so tryhard finde ich lustig. Ja, das ist echt insane. Glitzy genug. Da bin ich, ja. Yes. Bangt mit dir. Oh, hallo. Oh, er überschlägt sich auch. Hab ich dich gerade durch die 20 Kilometer Windekreis. Ich fuck ihn auf so. Hab ihn. Ja. Wir sind doch nicht so scheiße. Wir sind 6 gegen 3. Ja. Aber wir gewinnen. Ja. Es wäre so lustig, wenn wir es verlieren würden. Wer weiß, vielleicht machen wir nicht mal eine Flagge. Will ich mich löschen. Oh, Glitzigenu hat seinen Kollegen hier verteidigt. Was? Ehre. Den Carrot. Ja. Hat ihm nur nichts gebracht. Wow. Oh mein Gott. Irgendwie also mir tut's natürlich nicht leid für ihn, aber irgendwie tut's mir auch leid für ihn. Hä? Also tut mir leid, wenn ich Gefühle hätte, würde er mir leid tun. Ja. Oh. So ungefähr. Hm. 6 gegen 3, werden wir eine Flagge reinbringen können? Glaube ich nicht. Wallah! Wallah! Ist jetzt ein Türke? Warum ist mir? Ja. Was? Ich meine, wir müssen ja die eigentlich einfach nur schneller reinbringen als sie. Ach, was? Ach, echt? Ich dachte, wir müssen jetzt nach Hause fahren. Ach, nein! Scheiß Wendekreis. Hm. Warum steht Son of da oben? Weil ich gut bin. Finde ich frech. Weil er Nazi ist. Hier war Lukas auch ein Nazi und der ist Jude. Was? Du bist in der Transition zum Nazi. Okay. Ja, das ist klar. Aber ist nicht jeder? Wenn du zu viele Baguettes raus, dann passiert das halt. Nebenwirkung. Irgendwie viele verschiedene Sachen, ne? Man kriegt. Man kann dieses Spiel nicht spielen, ohne Sachen in den Arsch geschickt. Ja. Es geht einfach. Hast du warst anwesend? Ja, 1 Million Euro. In echt. Plus 5 Millionen Credits in Forza. Forza ist, by the way, auch einfach Dingen. YouTuber. Wer ist der? Mr. Beast. Forza ist Mr. Beast. Und alles. Mhm. Und Amazon. Deswegen die schnelle Lieferung. Und was? Pakete. Im Game oder was? Ja, keine Ahnung. Wobei diese Lieferservice-Mission hat eher was von Hermes oder DPD. Guck mal, ich habe auch Real-Life-Footage von mir. Oh, jetzt kommt wieder eine Story. Nein, das ist Real-Life-Footage. Ah, okay. Diese Stories waren keine Real-Life. Ja. Lädst das als Video hoch, oder was? Deine Real-Life-Story? Du hast dein Ziel erreicht. Hab ich den gerade kaputt gemacht? Ey, du hattest 187, Lino. Oh Mann. In der Blitzerzone. Wo soll ich das reinschicken? Weiß ich nicht. Bei Media? Ja, in Talk oder so, keine Ahnung. Random Media. Das ist Real-Life-Footage von mir. Wie du kleine Kinder abziehst? Nee, wie ich high bin. Ja, so 24-7. Jo, der sieht 1:1 aus wie du. Auf jeden Fall. Aber musst hören, was er sagt. Nicht jetzt. Er sagt in jedem Video immer das Gleiche. Ich dachte, das ist ein Mikrofon, Alter. Wer will, wenn er sein Mikrofon in die Bong reingetan hätte? Hi, ich bin high. Das wäre mal eine neue Art von ASMR. Ja. S1 Dodge 800 Jeep Dodge S1 Dodge 800 Vans und Pickups. Würde ich sagen, fangen wir damit an. A800 Vans und Pickups. Habe ich irgendwas? Ich glaub, welche Art von Art? Vans und Pickups? Ja. Vans und Pickups. Ja, aber ist das Dirt? Ist das Offroad? Ist das Straße? Dirt. Nimm einfach meinen, wenn. Nee, ich nehme meinen. Hallo, Freunde, ich bin Heil. Jetzt aber ein Großvater. Ja. Soll noch sein, so 50 Jahren. Ja. Das ist nicht gut gealtert, würde ich sagen. Ne? Obwohl. 67 oder wie alt bist du? Also, du bist 17 gerade, oder? Oder 18? Ich bin 16. Warum bist du jetzt auf einmal wieder 16? Weil man nicht so schnell altert. Nee, aber du warst doch schon mal 17. Nein, nein, war ich noch nie. Ach, das war Lino schon mal. Ah. Ja gut, da bist du halt 16. Ja. Mit 66 ist es. Ah. Kann man besser altern, glaube ich. Mit 19 geht's schon in die Rente. Ja gut, wenn man eine Tonne Weed raucht, dann... Also es gibt auch zu viel Weed, glaube ich. Was? Guck dir den Typen an. Der hat gar kein zu viel. Genau. Ich habe jetzt auch den Katzen-Emote von Floffloff. Cool. Das ist von Floffloff, aber den Floffloff benutzt. Mhm. Krasse Story. Wen juckt eigentlich? Ich könnte eine Story erzählen, wenn ihr wollt. Erstmal Themen reinholen, um einzuschläfern. Ja. Und zwar. Warte, bei uns an der Schule. Ist doch keine traurige Story. Willst du sterben? Bock auf Sterbehilfe. What the fuck? Bei mir war einfach gerade Jesus oder so im Auto. Das ist ein Engel. Auf einmal alles leuchtet weiß. Darf ich jetzt meine Story erzählen? Lach doch, Alter! Okay, also guck mal. Warte. Bei uns an der Schule. Ja, nein, ich warte jetzt nicht mehr. Doch! Also Videokonferenz? Doch! Nein! Worauf denn? Warte. Das ist aber keine traurige Story, hallo. Das ist einfach eine Real-Life-Story. Ja, ich weiß. Schlimm genug. Ich muss ihn baiten. iPhone ist niemals so zum Mann geschrieben. Wann kommt er denn endlich? Junge, er hat ein Leben oder sowas. Nein, warum habe ich 2 FPS? Safe nicht. Warum nicht? Alles hast du verdient. Mir kann das menschliche Auge eh nicht wahrnehmen. Ah ja. Ein Konsolenspieler jetzt sagen. Oder Need for Speed Spieler mit 30 FPS. Menschliches Auge das hier. Ja, Lino. Ist ja auch lange. Hallo KI. Ich hab meinen Spoiler verloren. Oha, wieso mobbt dich die KI? Du bist doch in so einem kleinen Auto. Okay, keine Ahnung, ob du noch kommst. Okay, du kannst loslegen. Danke. Also, nee, Videokonferenzen bei uns? Nee. Ja, komm, sag. Videokonferenzen. Ja. Und, da zeigen die Lehrer halt immer... Oh, da ist er! Da! Ja, ist er da? Fang mal an. Okay. Schnell! Ich erzähle eine Geschichte, Tim. Schnell! Also... Bevor wir haben ja Videokonferenzen und die Lehrer machen immer ihre Kameras an, und manche Schüler auch. Und das war alles immer ganz okay. Und letztens gibt halt diese weirde Plattform, vergessen, wo halt dass die manche... Kamera an ist und zeigen ihr Arschloch. Nee, wobei manche weirde Leute drauf sind. Das, ach, das ist ja TikTok. Gar kein Porno. So TikTok. Und dann gab es halt diesen gewisse Pranks, wo dann auch aus unserer Schule, wo Leute dann auf TikTok irgendwie den Link verschicken oder halt, dass so 300 Leute in eine Konferenz kommen oder auf Subreddit so einen Wing schicken und dann kommen da so 300 Leute in eine Konferenz rein und schreien oder, ich hab versucht bei Butz reinzugehen, was ging nicht. Einer aus unserer Schule hat irgendwie, ich weiß nicht wie, oh, aber irgendwie... Sorry, du hast mich noch so weit eine Lehrerin dadurch sexuell belästigt hat, die er erst geschafft hat auf TikTok. Und es gab auch schon einen Fall von Pädophilie an unserer Schule in der 5. Klasse. Und deswegen einfach lachen, haben jetzt alle, hat die ganze Schule jetzt keine Videokonferenz mehr. Alter. Und wenn, dann müssten die Lehrer, dürfen die Lehrer nicht mehr. Ich kann auch mal einen Einladungslink schicken, die auch rum. Ja. Das fand ich eine ganz coole Story. Also Tim, falls du noch da sein solltest, wir mussten dich baiten, es ist nur zu deinem Besten. Ja. Und heute in Philo, wenn ich noch eine Story dranhängen kann. Tim, du musst so werden wie wir, depressiv. Ja, keiner mag einfach unseren Philo-Lehrer. Jeder hasst den. Warte, ganz kurz, gleich weiterhin. Ja. Tim, du brauchst das einfach, um dein Leben wertschätzen zu können, okay? Ja. Du musst wissen, wie schlimm es werden kann. Ja. Richtig. Naja, Anton ist auch. Anton müsste dann hier sein. Ne? Ja. Sound of es erzählt, eine Story, Anton lacht währenddessen. Und inhaliert seinen Tisch. Was? Jeder inhaliert seinen Tisch immer. Okay. Ja, auf jeden Fall. Krass. Und wir hatten heute eine Videokonferenz und dann hat er uns in so random Gruppen eingeteilt. Und in jeder Gruppe, weil ich war halt auf Discord mit anderen, aus dem Philo-Kurs, in jeder Gruppe hat niemand was gesagt. Und dann läuft halt dieser Philo-Lehrer durch die einzelnen Gruppen oder geht halt immer rein, labert und keiner sagt was. Er fragt dann so Hallo und keiner antwortet ihm. Dann fragt er nochmal Hallo und dann dachte ich mir so, okay, das ist zu cringe, also habe ich mir einfach geantwortet. Habe ich so Hallo zurückgesagt. Und danach aber hat auch keiner mehr was gesagt und ist einfach weitergegangen. Und das war bei den anderen Konferenzen genauso. Ich will aber schreien, Alter. Über uns hat aber auch gefühlt kaum einer was, außer so 3 Leute. So wenn es komplett leise ist, so Jumpscare, so komplett reinschreien. So bei mir Mikrofon auf laut stellen und einfach voll reinjiden. Ja, mach mal so. Teams stellt mein Mikrofon einfach um, das macht richtig Spaß. Mal 100 Dezibel. Ja. Oh mein Gott, diese Autos, die im Weg sind. Videokonferenzen mit meinem Physiklehrer sind chillig. Ich spiele wahrscheinlich einfach Among Us. Ich glaube, wenn wir fragen würden... Mein mag immer Elefanten, das geht nicht so. Was? Ja, die Lieblingstiere von meinem Physiklehrer sind Elefanten. Achso, naja, hast du schon erzählt. Warum wisst ihr das? Weil er es jetzt nicht ganz als Geheimnis bleibt. Sein Hintergrundbild ist Elefant. Man kann so bei Teams so stellt sich so vor, hallo. Video, Hintergrundbilder macht Elefanten. Das ist ein Elefant. Und manche Physikaufgaben macht er mit Elefanten. Wobei alle seine Physikaufgaben von unser damaliger Physiklehrer in der EF war auch eigentlich cool. Aber der hat alles mit Zügen gerechnet, alles. Alles. Ich meine, habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Aber wir haben berechnet, wie schnell ein Zug sein muss, damit er durch ein Looping kommen kann. Ja. Wir haben die Lichtgeschwindigkeit mit Zügen berechnet. 20 war's, 20 Melonen, 20 Züge. Nee, so einer war das nicht. Ja, das direkt auf Züge. 20 Züge. Im Geschäft, im Supermarkt. Ja. Nee, der ist aber auch, weißt du, eigentlich, er hat für seinen Physikkurs so ein Classroom gemacht. Also wir haben ja gut Classroom und hat den Einladungslink an die gesamte Stufe geschickt. Perfekt. Erstmal an 150 Leute. Ich würde halt gerne wissen, was so passiert, wenn so ein YouTuber oder Streamer das einfach so zeigt. Das wäre schon wild. Ja, auf TikTok machen wir das ja. Ja, TikTok ist auch komplett hingeblieben. Ja, das stimmt. Aber manche sagen, der Algorithmus weg. Ich hatte heute, oder wir haben momentan so Referate in Physik, damit wir das einfach wiederholen fürs Abitur. Und ich habe in mein Referat, kann ich ja gleich mal sagen, habe ich einfach so bescheuerte Gips reingebaut und er hat's voll abgefeiert. Oh wow, ich bin behindert. Ich sag gerade, der Server, das sah voll aus, als ob der Server abschmiert. Aber du bist halt einfach krank. Aber das ist einfach scheiße. Ja. Ich habe ein Referat über Elektromotoren gehalten und seitdem bin ich der Elektromotorexperte. Das ist echt cringe. Oh mein Gott, ich bin einfach... Du hast bestimmt einfach so gesagt, die sind scheiße und fertig aus. Nee. Ist jetzt Hastix 2? Ja, ich find das irgendwie lustig. Weißt du, so ich habe halt Vor- und Nachteile gegenüber dem Verbrenner gezeigt. Und das hat er halt übelst abgefeiert. finde das irgendwie lustig, weißt du, so Chevy und Ford packen überall Elektromotoren rein, dann kommt Dodge und packt einen SRT-Motor in einen Minivan. Ja. Ja, die gehen aber voll ab. Warte. Dodge ist auch Dodge. Hm. Open in a new window. Moment. Ich sag's dir, die nächste Corvette hat einen V6. Ja. Ist schon wild. Dann natürlich auf jeder Folie, Moment, auf jeder Folie unten rechts Henry Stickman. Außer hier, weil es nicht gepasst hat. Alles oben in Impact immer. Du machst jetzt deine Präsentation auf YouTube. Ja, und ja, das als Endscreen muss halt. War wilde Präsentation. Wild. Wilder Bruch. Kondensatoren. Toll. Das hatten wir auch letztens. Ja, wir müssen halt wiederholen. Super. I can wear me pick up and driving to the PT. Nee, nee, nicht driving, diving. Geil. Das ist ein Dive, Alter. Ich klaue Internet, ja, genau. Deutscher kann das ich machen. Wieso heißt Tim eigentlich Tim Oreos auf? Weil der dumm ist. Weil er davon gesponsert wird. Der mag nicht mal Oreos, der ist auch verlost. Jo, XX King Dracula. Wilder Name. Er will unser Blut. Moin, Flopdorf. Moin. Du hast es oh, mit inneren Checkpoints, GMCs oder? Die GMCs sind vorne. Ja. Hallo Peter. GMC, Bruder. Oh, oh nein. Moin, Flopdorf. Killed. Moin. Sorry, Emil. So viel dazu. Ja, sorry, Emil. Ja, lass uns aber parallel... Alle drei hier. Das sieht so lächerlich klein aus. Die Straßen sind eh breit. Ja. Die Dumme! Was denn? Lass los! Oh mein Gott, viel zu hartes Suspension. Aua. Halt Linus Auto, ne? Klar, das ist scheiße. Moin, Flopdorf. Nur weil ich nichts fliege, heißt das nicht, dass du mich rumwerfen kannst. War nicht beabsichtigt. Ja, doch, das heißt es ganz genau. Also eigentlich schon, aber bei Flopdorf ist es. Ja, ich muss ja nochmal... Oh Gott. Wenn Lino Flopdorf rumwerfen würde in Real Life, wäre das einfach eine Explosion vom Universum? Jo, aber unsere... Wahrscheinlich würden meine Arme und seine Beine dabei abbrechen. Okay. Dann würde einfach alle beide auseinanderbrechen. Weil dann irgendwie negative Energie... Lino? Ich muss Zornobster bekommen. Lino? Ich will dich noch ficken, Alter. Kannst du danach machen. Hallo! Ey! Das ist auch schon gemein jetzt. Oh fuck. Oh okay. Als ob ich nicht damit rechne, dass du voll reinhietest. Weiß ich doch nicht. Oh, you won't ist gut in Material, dann rechnet damit. Ich rechne nicht nur mit Brüchen, lol. Ah, wow, ich... Oh mein Gott, diese... Ich rechne damit, Federung. Dass ich deine Mutter fliegt. Hallo. Tschüss. Grüße vom Skiller. Grüße vom Skiller. Da muss man dich natürlich vorlassen. Lizenz siegen. Oh Mann. Ich würde sagen, verdient gewonnen. Ja. Und Sonhoff sagt ganz ehrlich, dass du mich da divebomben willst, das finde ich echt. Na, immerhin nicht Dritter, sage ich immer. Ich hab mich gemobbt. Oh Mann. gefloppt. Du hast doch halt mit der 3, Domme. Das wäre doch was für dich. Ja, ich... Alle guten Dinge sind 3, ich bin auch eine 3. Ja. 3. Dein Körperbau ist einfach eine 3. Aber 2 ist auch 3, wenn man 1 dazu macht. Oh man. Naja, wenn man die 3 111er miteinander addiert, dann bekommt man 333 Boys. Raus, ne? Ja, ja, das gleiche Auto wie ich, nur in groß. Yay, wir kommen in GMC Cyclone. Der ist tatsächlich gut in A, ne? Der ist richtig gut in A. Wusste ich gar nicht, Alter. Sag's aber. Soll irgendwie auch was mit Meta sein oder so. Also abgesehen von den speziellen Fällen. Ja. Besser als ja, so halt, ja, so wie TZ2 und so halt. Mhm, genau. Daytona. Aber ich finde ihn, der fährt ein bisschen weird, aber keine Ahnung. C. C. Hä? Wieso schreibst du 10 in den Chat? Ziehen doch einfach. Ich wollte mal wieder was in den Chat schreiben. Okay. Ich habe jetzt auch irgendwas. Li oder L? Li oder I? Deine Mutter. Ja. IL. IL hast du geschrieben. Ah, du hast gecheatet. Du hast es ausprobiert. Das steht da noch. Silür. Das ist Silür. Das sehe ich jetzt noch. Sliech auch Ür. Wir müssten eigentlich mal irgendwann im Stream Jackbox, Cryptash oder so spielen. Rivalen-Modus? Nein, nichts mit Forza. Anderes Spiel. Need for Speed? Jackbox! Was ist Jackbox? Geiles Spiel. Das hat er schon, glaube ich, so 20 Mal gesagt. Nee. Ja? Nicht, dass das spielen will. Ich hab's noch nie gehört. Auch dass wir spielen will, das ist ja, das ist Spiel. Ja gut, ich hab's auch schon gespielt, aber mit anderen mal. Die Frage ist dann noch nicht, ob dann mein Kanal dabei gesperrt wird. Ja, ja, das wahrscheinlich nicht, aber... Ich habe irgendwie keine richtigen Spam-Mails. Nintendo Switch, Xbox One, Android, Microsoft, ist, PlayStation, Linux, Xbox, TV... Keine Spam-Mails bei 11.000 Mails. Videospiel. Aha. Krasse Beschreibung. Danke, Bub. Ich hab auch schon leicht keine mehr bekommen. Ach, Corsair ist einfach scheiße, ganz ehrlich. Ich hab schon seit einem Monat keine Maus mehr. Du spielst einfach ohne Maus. Ja, nee, aber nicht eine nice Maus halt. Oh. Ja, ist ja auch gleich gar keine Maus. Ja, aber nicht meine richtige nice Maus, ist aber nicht mehr existent. Ja, also das ist so eine Kack-Büro-Maus. Aber mein Aim ist einfach besser geworden, das ist echt gruselig. Ja, die Gegner geben einfach auf, wenn sie dich sehen. Wenn du so aussiehst wie auf dem Video. Ja. Meine Games so aussieht, wie man selber aussieht. Wo war das eigentlich, Lino? Auf Emil? Emil bewegt hat er. Der ist doch schon drin. Also, der ist doch gerade beigetreten, oder nicht? Aber er ist noch nicht in der Sitzung. Ich hab dich, Jeep. Die Kolonne verlassen. Du musst bis mir noch fahren. A800 Jeep. Was hab ich denn? Das ist ein Jeep. Jeep? Jeep. Jeep. Trailcat. Bist du bereit, in die Wintermeisterschaft zu starten? Was rede ich da? Moin. Natürlich bist du das. Love Flop. Hey. Genau. Hallo. Ja. Oh, gut. Lino, oh, ja. Da fehlt ein Punkt. Was? Fehlt ein Punkt. Das ist eine Trailkatze. Ja, da fehlt ein Punkt. Wo fehlt ein Punkt? Bei der Trailkatze. Was fehlt denn da? Ein Punkt. Wieso sollte da ein Punkt hin? Ja, wenn da ein Punkt fehlt. Aber wieso fehlt da ein Punkt? Ja, frag doch Lino. Was? Frag Lino. Ich weiß es auch nicht. Ich Lino, wieso fehlt da ein Punkt? Gehirnpunkt. Ich bin doch der Einzige mit Gehirn. Hä? Ja. Wieso fehlt da ein Punkt? Ja, also ich weiß, dass du bei Trail... Du meinst bei Trailcat den I-Punkt. Na, so. Hä? Was meinst du? I. Was für ein Punkt? Hallo. A. Was für ein Punkt? 800. A, 800, ja. So, Floftoff redet die ganze Zeit, niemand rafft irgendwas. Also, Floftoff sagt A800. Du kannst dich schwarz auf weiß zeigen, die raffen einfach gar nicht. Jetzt Trailcat hat 799. Es fehlt ein Punkt. Ach so. Ach so. Oh, Digga. Wow. Nur weil du Linos Cringe-Tuning nimmst? Cringe-Tuning? Ja, oder? Ich hab halt selber keins, weil ich noch angefangen habe. Also ich will ja nichts Angstvolles, aber wenn deine Tunings bei Krystall Performance einfach aus Buchstaben bestehen, dann... Meine Tunings bestehen aus Buchstaben? Jo, einfach nur... Irgendwas bei SP, du hast nur Buchstaben drin, nichts was man irgendwie verstehen kann. Lino, da fehlt ein Punkt. Warum fehlt ich hab immer zwei Tunings. Eins, die Sinn machen und eins, die... S1CCBYSPV1.1. Das ist eine Abkürzung dafür, dass dein Hurensohn ist. Sonst hätte ich keine Dings mehr. Das heißt S1, Cross Country, bei ja, ich verstehe das, aber wer soll das sonst verstehen? Ja, aber ich hab doch immer zwei Tunings. Also die sind genau gleich, aber eins heißt so und eins heißt normal. Hä? Ja, Leute, die es erstmal entschlüsseln, die wissen nicht, was damit gemeint ist. Die haben so ein Enigma bei sich zu Hause. Der sie ist... Oh mein Gott. Turnovers heißt... Ich sehe ja. Stone Performance existiert nicht mal. Wurde aufgekauft. Ja. Mit Minusgeld. Meiner Reichweite. Oh, moin. Nein. Nice. Lino hat mich aber erpresst. Ja. Na, ich will noch was anderes. Ganz schön wild dafür, dass wir in deinem Kopf leben. Erpresst er sich dann... Eigentlich... Oh, shit, Alter. Ich bin einfach über einen anderen Jeep geslidet. Immer muss man ja killen. Wo ist sonst? Hat jemand das Spiel auf Englisch? Ja. Was steht da? Skilling Streak. Hey, bro. Das ist mal wieder 1:1 übersetzt. Mhm. So wie alles ist das ein Supra? Ist das ein Supra? Oha, Emil, du hast einen Checkpoint. Songs, Emil. Ich glaube, mein PC stirbt. Oh, what? Hä? Ich bin einfach an nichts hängen geblieben. Hä? Du bist hängen geblieben. Ja. Ja, aber war einfach nichts auf dem Boden. Mein Auto fährt einfach stehen. Also da war auch nichts und es gab absolut keinen Grund, aber ich bin glücklich. Alter, die KI! Ja. Ja, immerhin nicht 5., 9., 10. oder 11. Jawohl. Immerhin nicht 1. Ist halt auch so scheiße, 1. so. Vor allem, wenn man dann nicht mal einen richtigen Aufbau hat. Nicht mal A800, nur 790. Wenn man dann Lino aufbaut, ja. Das ist schon scheiße. Ich glaube, das ist nicht mal meine. Das kommt auch von dir. PP, persönliches Pech. PP ist was anderes. Pepega. Als ich in der Grundschule war, hieß Pipi noch nicht. Ich habe immer noch nicht den Streamer-Modus angemacht. Gleich im Rennen bleibt einfach stehen. Wer hat was angemacht? Ich vergesse die ganze Zeit den Streamer-Modus. Also. Du kannst auch einfach Hospital Records anmachen, ist genau genug. Du kannst auch einfach das Spiel deinstallieren. Es geht ihm, glaube ich, eher darum, dass keine Musik im Ladescreen kommt. Sondern nein! Aber ich will mir aber was ist das Problem daran? Ich verstehe das nicht. Das keine Ahnung, nicht. Wenn dann Lost zwei... Deswegen verstehst du das nicht. Wenn dann so drei Musikspuren übereinander liegen am Ende. Wenn es einfach so still ist, ist auch ein bisschen... Er hat eigene Musik an. So. Ich weiß, die sich überlappen, klingen nicht gut. Meist. Wann klingt's gut? Außer man macht absichtlich irgendeine Musik dreimal an einem Voice-Set mit 300 unterschiedlichen Musikbots. Das klingt in den meisten Fällen nicht gut, wenn es über Forza läuft. Keine Ahnung. E-Mail ist E-Mail. Was soll man dazu sagen? Speed ist Speed, was soll man dazu sagen? Okay. Storm of the Star, bist du auch Storm of the Star oder? Was? Bist du oder? Nee, weiß ich nicht. Du bist dann redest mal weg. Philosophisch geworden. Minem über klassische Musik passt irgendwie. Ja, wir sind auch du, das ist das Problem. Echt? Wir sind in deinem Kopf. Wir sind alle in deinem Kopf. Ja, okay, das stimmt. In einem vercrackten Baguette-Kopf. Aber sind wir alle nicht auch in deinem Kopf, Thomas? Nein. Nee, das verstört ihn ja. Mein Kopf ist in deinem Kopf, aber nein. Dommes Kopf ist Jasper. Geil, Digga. Ja, du musst nicht mal was rauchen, um Stone zu sein. Das ist einfach Stone. Ja. Bist einfach Stone. Juice Galaxy. Ach, dieser Stream ist aber auch komplett stoned. Ist jeder. Ja. Daumen, kannst du mal kurz grüßen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke. Ich konnte nichts machen. Ey, was hast du gemacht? Da bist du einfach stuck gewesen. Flopton ist gegen die Rampe gefahren. Ich hab hier Flopton reingedrückt. Ja. Also, Lino, ey, du kriegst einen richtigen Box für dieses Tuning. Alter, Lino! Wenn ich das Rennen gewinne, dann hat das Tuning schon das zwei Rennen gewonnen. Das Tuning ist Müll, du kriegst einen Box. Ich denke, dir per DHL. Machst du. Dann kommt er ja eh nicht an. Kommt er eh nicht an, ja. Kann man sowas doch schicken? Oh mein Gott, wohin? So ein Boxhandschuh, der da rausgesprungen kommt. Ja, ist fake, musst du nur bauen. Und dann in Zoll schicken. Oder wie, es wäre auch lustig, einfach so eine Bombe zu verschicken. Einfach eine ganze Person verschicken. Wir machen so ein Paket auf Boom. Lustig. Der wird währenddessen auf Facebook gestreamt. Ja. Ja, nice. Ach komm schon, unfair. Ja, guck mal, wie schlecht das Tuning ist. Halt die Fresse. Guck mal, dein Wagen ist viel stärker, du hast einen PI-Punkt mehr. Was sollen Domme und ich dagegen ausrichten? Luca ist gerade alleine bei mir auf dem VC. Denkt sich so, wieso kommt niemand? Sag ihm einfach die Super MK5. Sag einfach die Super MK5 ist im Forza. Ja. Dann kommt er hier rein. Das war ein mieses Tuning, ja. Ist echt so. Ich glaube, er meint ausnahmsweise nicht meins. Hallo, ich kann nicht reden. MK5 ist in Forza. Nein, ist es nicht. Hat der gar nicht voll. Sag einfach doch, 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 haben sie schnell geedit. Nee, für ihn ist eine Supra mittlerweile ein S. Das Supra oder was? Artikel sind gerade zu viel. Ja, Deutsch für ihn so. Höre Audio. Ah. Ich habe letztens so ein ein Twitter-Profil gesehen von irgendeiner. Keine Ahnung, Transsexuellen oder so. Ja, das passt eher zu Twitter. Ja. Nee, aber sie sagt so, dass sie. Ich meine an sich. Nice. Ja, finde ich auch okay, aber sie sagt so, sagt bitte nicht irgendwie der oder sie, sondern sagt einfach they, them oder sowas. Nenn einfach jeden Hurensohn. Einfach im Deutschen sagen, they sind wirklich cool so. Hurensohn ist der beste Artikel. Nicht jeder wie er will, aber als ob ich, das klingt absolut scheiße. Der, die, das Hurensohn. Sag mal, hallo Mensch. Okay, wenn sich jemand als Mensch identifiziert. Ja, als Kampfhut. Hallo Wesen. Hallo Wesen. Man sich als Mensch. Hallo Existenz. Einfach alles gendern. Hallo Erinnen. Hallo Menschinnen. Hallo Hurensohn. Das geht immer. Hallo Hurensohn-Innen. Hey Leute, Leutinnen, willkommen zu einer neuen Folge Forza Vorsinnen. Forza Vorsinnen, ja. Ja, auch ein weibliches Forza. Oder Forza Forsum. Keine Ahnung. Das ist die wahre Zukunft. Ja. Ja, wenn dein Satz einfach alleine, wenn dein Satz aus einem Wort besteht, das einfach nur so lange gegendert wird, dass du so eine Bibel am Ende in der Hand hast. Wenn man schon mal einen Schulbrief gelesen hat, dann weiß man, was Gender und Gender in den. Ich meine sowas wie Schüler und Schülerinnen, okay. Aber man muss nicht alles gendern. Bei allem. Ja, ist es auch bei allem mittlerweile, aber es fuckt einfach ab. Schülerinnen sind auch Schüler. Hallo. Ja, ist auch so, aber trotzdem. Immerhin nicht ÄlfterInnen. Oh. Gleich fahren wir S1 mit Dodge und Dodge-Innen. Mit welchem Leistungsindex-Innen? Hab ich doch gesagt, innen. S1900 innen. Ach so, innen. Oh, oh, da ist ohne jemand. Kontext auch sehr gut. Ey Luca, die Supra Suprinnen ist in Forsa Vorsinnen. Die MK5 innen. Hallo Mau. Hallo. Hallo. Kannst du bitte schreien? Was soll ich? Schreien, damit ich weiß, dass du bist. Ich soll schreien. Nee, bitte schreien. Du sollst schreien. Kannst du bitte auch gegendert schreien? Kannst also einmal männlich, einmal weiblich. Und einmal divers schreien. Ja. Ja, das kommt gut. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Wo bin ich hier? Ich wollte gerade fragen. Ja, du bist in der Zukunft. Klopft, das fragst du dich jetzt erst. Zukunft im Jahre und 2000. Ey, aber ganz wichtig, übrigens ganz wichtig, was wir festhalten müssen. Alles bitte gendern, außer Straftäter, Vergewaltiger, Mörder. Ja, Gamer. Nee, Gamer. Also Mörder, Vergewaltiger ist ja das gleiche wie Gamer. Also sowas bitte nicht gendern, nur das, was irgendwie... Ich sehe schon, Alter, in der Zukunft bringen wir uns einfach um, wegen alles gegendert wird. Ja, ich halt mein eigenes Haus. Du bist Luca. Luca Lukinen. Du bist Wodkaflasche. Wodkaflasche. Ey, wir hatten so, was war das? Sprachliche Milieu ist geiles Wort übrigens. In Deutsch. Und dann sollten wir so in Zweiergruppen so eine Sprache. Wenn das Thema einfach schon Deutsch ist. Ja. Und dann. Also diese sprachlichen Milieus sind so irgendwie, dass man bestimmten gesellschaftlichen Gruppen eine gewisse Art zu sprechen schreiben kann, im Regelfall. Und dann hatten ich und einer aus meinem Kurs hatten dann so 1 Million, ich weiß nicht mehr wie es heißt, ich habe es schon mal blöd vergessen, auf jeden Fall dann so Leute, die auf Political Correctness achten und sehr, also die halt auch so eine Gender-Scheiße und so, ne? Den Slang, ich finde den Slang von Schwarzen lustig. Ja. Das erste, was ich gesagt habe, da guck mal, weil wir das so zusammengetragen haben, das sind also die Menschen, die keiner mag. Und ich finde, das ist ziemlich zutreffend. Das ist ziemlich zutreffend, ja. Ja, passt gut zu dir. Ja, nur die MenschInnen mögen das. Ja. Das sind nochmal andere Wesen. Oh, ich kann mal 900 kW Dodge fahren. Dommer, hast du einen Dodge dafür? Ich hab gar nichts. So, viel Spaß! Was? Was ist für neue Karre eigentlich jetzt? Supra. IROC-Z. Ja, klar. Und Supra. Camaro. Celica Supra. Celica Supra sexy. Nice. Oh, Lino, du Bastard, Alter. Ich schlag dich. Du kriegst zwei Schläge, Alter. Ich frag mich wie, aber ich schlag dich nicht. Ich schick dir einfach meine Faust. Schneid's vorher ab. Du schickst aber noch so einen Zettel rein, bitte wieder zurückschicken. Ich schick mich selbst zu dir und dann boxe ich dich einfach. Adresse hast du ja. Sag mal, waren das mit von dir aus irgendwie nur 20 Minuten, bist du Lino? Ja, 20, 30 Minuten. Okay, nice, wir sehen nachher anscheinend noch Dom im Stream. Ja. Ja, auf Facebook. Wieder geswitcht. Wegen besonderen Anlass. Content wird geändert. Mods, ändert mal bitte Content auf Sterben. Zieh einfach so eine Maske an, die deinen kompletten Kopf so bedeckt, weißt du. Und so Taliban-Maske. Ich töte ihn noch eh. Machst du Taliban-Maske und dann komm einfach bei Lino rein. Mach einfach wie Moji. Ich meine, wenn ich klingel, seine Mutter kennt mich ja. Stomme, die sind doch alle zu Hause. Du bist Stammkunde. Die Stammkunden bei mir. Oh. Du machst Hausbesuche. Muss doch wissen, wann die zu Hause sind. Ich glaube, dich muss ich echt mal ein paar Mal öfters mieten. Uff. Ja. Junge, ich miete dein Leben. Uff. Nice. Kannst du kostenlos haben. Ich glaube, 2 Leute sterben. Du? Nee, nicht ich. Ich kenne den Wagen. Wer hat von euch noch den Wagen genommen? Pete? Ich. Oh. Es ist immer falsch, ein Tuning von Lino zu nehmen, immer. Ja, definitiv. Ja, nimm lieber meine. Ich hatte gerade keine Lust auf Viper, dann habe ich das genommen. Als ob hier 3 Leute dieses Horizon-Stern-Ding da haben. Ja, wir sind halt gut. Nee, seid ihr nicht. Ihr wurdet einfach nicht gebannt. Du hattest ihn auch noch nie. Ja, aber ich hätte ihn irgendwann mal gehabt. So eher nicht. No front, aber ich bekomme ihn wahrscheinlich eh nie. Du bist allein, weil du dich nicht dazu durchsetzen kannst, diese ganzen hoch- und runterladen. Ja. Ich bin zwar Habilität. Alter, what the f... Andere Art von Habilität. Danke, KI. Ah. Da stand jemand. Alter, KI. Ah, mal gucken, wie hart ich heute... Ah, da steht ja ein Transporter. Wieso rastest du aus? Keine Ahnung, wenn ich mit euch fahre. Fährst nicht mit uns? Ja, noch nicht. Oder seid ihr schon fertig? Also, ja, voll. Sorry, Emil. Außer das bricht noch ab. Also, Forza bricht noch ab. Selbst wenn, wir sind 6 Leute. Dann wir können Emil rausgehen. Würde ich jetzt mal nicht sagen. Emil und Luca passen eh nicht zusammen. Oh, KI. Oh mein Gott, das spawnt einfach hier rein. Okay, Line. Alter! Oh mein Gott, dieses Auto. Nein. Junge! Da steht eine Arke. Floptopf. Danke für den Boost. Moin. Okay. Was ist denn hier los eigentlich? Heute Morgen war Beste. Wir wollten nach Baustelle fahren, vor uns hat sich eine A-Klasse auf die Seite gelegt. Wir mussten erstmal 2 Stunden da stehen bleiben und einen vollen Bericht geben. Wie ist das passiert? Ja, A-Klasse, was weiß ich. Das typisches Problem halt, einfach umkippen. Eine A-Klasse, oh Mann. Ey, das ist irgendwie schon die 3. oder 4. Meisterschaft, in der ich diesen Dodge fahre. Im Winter. Ja, weil du einfach sadistisch bist. Oder masochistisch. Deutsch Ex, Alter. Ich dachte, ich hab ein paar Fehler hier. Oh Gott, oh ja, Gott, oh Gott, Fehler. Oh Gott. Das weiß ich. Das ist ein Fehler, dass wir überhaupt existieren. Ja. Ja. No. Bist du da so am Rumdriften, floppt auf. Alter Emil. Ist schon scheiße, 4., 5. oder 12. zu sein, ne? Ja, ich bin 6. Das ist schon scheiße, 1. Oh, Alter. Wow. Du wurdest auch. Hey, du bist frisch. Wie viel Prozent nimmt das Foto in Anspruch? Keine Ahnung. Ja. Genug. 1. 3. Es sind 3 Punkte. Nice. Oh Gott, Monthly Rival muss ich auch noch fahren. Oh nee, nicht die C8. Chevrolet Corvette Bus. Ach ja. Mit der C8 wollten die wahrscheinlich einfach nur Busfahrwerke testen, ey. Oh Mann. Mann! Sag bloß, der hat meine Nachricht weggeblockt, nur weil ich gesagt habe, ich bring dich um. Das ist Diskriminierung. Den Forza Support? Nee, Linus Chat. Also, Forza Support. Was? Wer? Ich bring dich um. Wieso haben die mich geblockt? Was habe ich geblockt? I wear I pay off und nein, meine Nachricht wurde bei dir geblockt. Sie ist uns dann nicht durchgeleitet. Ich hab geschrieben, ich bring dich um. Komisch. Aber es wurde nie angezeigt, weil YouTube zu sicher ist. Was ist, wenn... Oh! Ah! Soll ich mal auf Russisch reinschreiben, dass ich ihn absteche? Mal gucken, ob nein, das dann auch... YouTube kann auch Russisch. Nein, YouTube kann nichts. Oh. Nicht mal ein Remake. YouTube gehört zu Google und Google kann Sprachen. Google ist Sprache. Nee. Google Übersetzer, ja moin. Google erfindet Sprachen. Kugel. Ja, stimmt. Einfach Kugel. Gib das einfach mal bei Google Übersetzer ein, Luca, und übersetzt das so in 10 verschiedene Sprachen. Und dann ins Deutsche. In alle Sprachen einfach. Junge, da kommt sowieso was ganz anderes raus. Ja, eben. Ja. Ach was! Und das kannst du dann reinschicken, dann wissen wir, was du meinst. Okay, KI hat Bock. Ja. Ich schreib gleich einfach mal Brötchen und mal gucken, was rauskommt. Wenn ich... Wahrscheinlich irgendwas... du musst ein paar Worte schreiben, dann ist das besser. Was für Wort? Kann er einfach einen Satz, ich bring dich um oder so. Irgendwas Brutales, irgendwas Brutales. Okay, was Brutales. Ich mit vielen... Nee, das musst du nicht aufsagen. Aber irgendwas Brutales mit vielen Details. Oh Gott. Mit vielen Details. Oh Gott, Kreuzung. Ganz vergessen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Wow, ganz knapp. Oh, NPCs, die aus der... Oh, ich hab einen Krampf im Fuß, Alter. Geil. Guck mal auf die Knie. Ah. Weißt du, was noch beschissener ist? Wenn man auf Arbeit ist... Gar kein Fuß. Und, ja! Wenn man tot sein. Gefoltert werden. Das ist ganz gut. Das ist, wenn man viele Sachen nicht schlimmer sind. Anton zu sein. Ja. Mit Anton VC zu sein. Nicht. Ah. Oder fällt das schon unter Folter? Ja. Was denn sonst? Weißt du, wie geil das ist, wenn man auf Arbeit ist und einfach die Socke im Schuh runterrutscht und man sich hinten die ganze da hinten so scheiße. Ich bin gegen den Baum gefahren. Jetzt zieh einfach Schuhe aus und ich dachte, ich hätte die Suizidmaschine hier. Zieh Schuhe aus den Socken aus, dann können die nicht runterrutschen. Nice, erstmal Bauch. Aber ich bin die Suizidmaschine. Ja, aber zum Glück bin ich nichts weiter. So Glasscherben reintreten. Ich begehe Suizid. Ey, der oben links sieht schon aus wie Luca, oder? Oder macht er so Zementklötze an deinen Füßen und dann sind die einfach geschützt. Ja. Alter, ich mach einfach Zement. Dann springst du in den See und... Was für ein Tuning. Nee, nicht in den See. Marianengraben. Forza! Ich hab mehr so an Vulkan gedacht, dann kann ich den auch wieder, dann kann ich meine Füße auch wieder frei machen. So, hast du auch Rüstung an, die dich schützt? Netherite, ja. Oh, nein. Netherite. Ich hab was Besseres, ich hab die aus Portal. Oh, Langfallboots. Ich hab ne Portal Gun. Die ist nicht zum Mond. Ich habe eine Gravity Gun. Ich kann mich selber mit der Gravity Gun anschießen und dann schieße ich mich in die Luft und dann lasse ich es auch Gun. Dann stirbst du einfach. Wie geil wäre so eine Gravity Gun, Alter? Du holst die einfach raus, tust du auf irgendjemanden, den du hast. Oh, ich Strecke heißt Ashbrook Scheitelpunkt, nicht Ashbrook Scheiterpunkt. Ass broke. My ass broke at Scheitelpunkt. Scheitelpunkt. Was? Oh. So, wie viel Prozent habe ich denn? 9%! Energizer einfach. Energizer? Energizer EB. Energizer? Einfach Batterie. Ja, er sponsert einfach die Lobby. Ist da noch was an Windows? Hä? Ah, ich war gerade am Handy. Ich meine, immer wenn die Leute wegrammen, ist es Pete oder Emil. Oh. Immer Lino wegrammen oder so. Lustiger. Ich hatte das gar nicht vor, so rein zu Dive-Bomben. Ah, ich dachte gerade um die Brain-Off-Karte, es geht geradeaus weiter. Oh Gott. Tschüss. Warum bin ich nicht? Du hast dein Ziel halbwegs erreicht. Warum muss es Winter geben in Forza? Weil jetzt alle Jahreszeiten mehr Winter in der... Weißt du, du bist Russe, du bist der, der am wenigsten drüber beschweren soll. Warum muss jetzt Winter in echt? Ist Winter ja geil, aber hier in dem Spiel geht's mir auf den Sack. Echt ist Winter nicht geil, weil es nicht schneit. Aber hier schneit es. Ist unrealistisch. Aber es hat gestern... Also es hat die ganze Nein, hat's nicht. Ja, hat's nicht. Was passiert hier? Ja, ist es trotzdem kein Schnee. Doch. Nein, das ist kein Schnee. Okay, dann halt Koks. Okay, so ein bisschen mehr. Mann, das stimmt, das ist besser. Ja, es schneit nicht mehr richtig. Der Schnee ist kaputt. Schnee ist kaputt. Wir brauchen Backmix. Aber dieses Jahr gab es gefühlt schon mehr als letztes. Ja, letztes gab es ja auch gar keinen. Also wir hatten letztes Mal mehr Schnee als dieses Jahr. Keine aufzulügen. Ne, letztes Jahr ging es, glaube ich, vorletztes Jahr gab es keinen. Ja. Nee. Ja, letztes Jahr war bei mir einmal Schnee, glaube ich, oder zweimal. Nee, ja, aber dafür einmal richtig. Vorletztes oder, ich glaube, letztes Jahr gab es tatsächlich ein bisschen Schnee in der Zeit. Warte, warum bist du nicht erst das noch so? Hm? Achso, weil ich ja gar nicht gestartet. Mit einer Minute Abstand gestartet habe. Hier, frisst das. Dafür ist das hier schon gar nicht mal so schön. Du hast hier einen Checkpoint bei F. Komm, verpiss dich, Alter. Das war absolut nicht geplant, aber es war trotzdem verdient. Aber Blocker, wieso stört dich der Schnee so? Ich meine, du bist doch eh nicht draußen, oder? Ist trotzdem nervig. Die Kälte, das Helle. Ja, aber du bist doch die ganze Zeit drin. Ich bin nicht immer kalt. Ich hab Fenster. Wenn ich auf Arbeit bin, dann bin ich drauf. Mal die Fenster ja. Mit den Edding an. Aber ich meine, Plovdorf. Oder lackier die einfach zu. Bei Plovdorf weiß man nicht, ob er draußen ist. Man weiß gar nicht, ob er Mensch ist. Er ist ein Android. Gemacht für Autofahren. Ja, Mann. Brumm, brumm. Er ist sogar ein Auto. Deswegen versteht er die Materie so gut. Er kann sich auch zum Auto transformieren. Er ist auch ein Transformer. Digga. Kann ich das in mir auch installieren, in meinem Gesicht oder so? Müsste ich auf Facebook Live umbringen. Ah, weil Face. Oder was? Ah. Nee, weil du dann tot bist. Okay, hört sich gut an. Und dann wirst du von den Transformers geholt und umgebaut. Walla. Ja, alles geschafft. Nur noch Vorsattermann, glaube ich. Hä? Alter, dieser Sprung. Wir haben ja gar keine 4,5 Stunden gebraucht, was ist das? Ey, und die Server sind nur einmal abgeschmiert. Die waren schon hardcore scheiße, aber irgendwie lief es trotzdem. Wieso? Naja, es hat sich zumindest beruhigt, also am Ende ging es ja ganz gut. Und wir mussten keine Meisterschaft mehr doppelt fahren. Oh, Kurva, ja. Ja! Das Spiel mag das nicht. Oh, nicht BMW 850 CSI im Fahrsaturn-Shop. Und ein Escalade. Oh, was? Der 850? Die traurig. Ja, reiner Domme. Brauch ich noch. Ey. Hä? Hm. Was? Nichts, alles gut. Halt die Fresse. Okay. Rein in die Olga. Diese kurze Akzeptanz einfach. Was? Halt's Maul. Ich meinte nicht dich. Was? Was hast du überhaupt gesagt? Ich hab's nicht mal verstanden. Lino? Was? Okay. Ja? Halt einfach der Maul. Okay. Ne, das ist mein Stream, meine Regeln. Scheißegal, Alter. Ich mute dich. Kannst du das überhaupt? Keine Ahnung. Ja, geht. Sprech. Ja, Junge, ich brauch Forza jetzt raus. Tschüss. Nein, bist du nicht. Spaß. Okay. Ja, okay. Du musst jetzt wieder streben gehen. Ich muss eine weiße Flagge polieren. Mhm. Er muss wieder kleine Kinder abziehen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Emi, man sieht sich. Parida. Eine 1973er Porsche. Ich mach das in so viele Rennen, die mach ich lieber im Singleplayer. Eben. Geht für uns alle, glaube ich, am Ende schneller. 7 Rennen, Alter. Nice. Junge, also Forza übertreibt irgendwie mittlerweile. Das ist irgendwie... Hm. Oh, ich hab Bacon vor meiner Nase. Also muss ich Straßen 10 oder Straßenrennen zählen? Oh, Luca juckt aber kein... 73? Ja, schon. Ja, den ältesten. Road Racing, also den normalen. Den ich nicht hab. Straßenrennen. Warum gibt's dann hier noch keine Dings? Ja, Luca, wir wissen, dass du ein kranker Psychopath bist. Peter. Ich bin nicht krank. Danke fürs Mitmachen, man sieht sich. Oh, halb. Doppelt. Okay. Wow, das 1000 €, ey. Tja. Wucher. Hure? Wucher. Du Hurensohn. Hure? Hure? Ja. Kurva. Ah, Kurva. Ah. Hey Leno. Hm? Schon gefrühstückt? Tatsächlich. Alter. Bis 12:40 Uhr hatte ich so wie, das heißt, ich habe so um die 13 Uhr, 13:30 Uhr oder so gefrühstückt. Ja, das ist ja früh für deine Verhältnisse. Dafür, dass ich um 8:30 Uhr aufgestanden bin. Ich hab mir um 9 Uhr einen Döner reingeschoben. Ja, das haben wir mitbekommen. Hallo, PC, beruhig dich. Hi. Moin. Bist du mein PC? Ja. Möchtest du, dass ich dein PC bin? Dom und ich sind einfach beide dein PC. Ja, wir cosplayen den PC. Okay. Wir cosplayen den. Ich bin verwirrt. Das was ich auch. Das glaube ich dir. Ich bin auch verwirrt. Motorrad-Cosplay, komm dumme. Was? Ich bin im Motorrad-Cosplay, komm setz dich. Ich hab Karottenkostüm an. Geil! Schieb deine Karotte, okay. Schieb deine Karotte bitte in meinen Senf. Der Stream wird dann auf. auf Porno verlagert. Ah, sollte auch auf Facebook Gaming gehen eigentlich. Oder Twitch. Nee, wir sind keine Frauen. Doch, sonst würde ich gendern. Müssen wir eigentlich Twitch auch gendern? Twitchinnen? Schiene, Alter. Yay. Yay, Speedtrap gemacht. Wuhu. 440. Mit 440, da drüber ist so. So. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Installationserfahrung in der Xbox-App? Gar nicht. Ja. Bin ich zufrieden. Kann man jetzt so und so sehen, ne? Mir ist egal. Xbox immer unzufrieden. Mich juckt die Xbox ab, nicht. Alter, wie kann ich denn immer noch nicht 12 Sterne haben? Tja, das ist wohl nicht gut genug. Ha. Ja, du nicht. Du musst mehr streben. Du musst mehr Tryhard. Wahrscheinlich ist es für ihn noch normales Fahren und absolut nicht tryharden oder so. Er kann gar nicht tryharden, weil er immer tryhard ist. Für ihn ist es normales Fahren. Oh. Rennserien, Veranstaltungen. Hm, bei welchen der hört's ja? Wahrscheinlich hier, oder? Dirt 5. Warum kann man hier keine Driftfedern einbauen? Was soll die Scheiße? Schlechtes Spiel. Ja, ist wirklich so. Ich will es eigentlich deinstallieren, ich hasse es. Irgendwie schon weird, dass man nicht einfach auf jede Karre Driftfedern ballern kann. Das ist einfach Diskriminierung. Ja. Da sollte man sich mal auf Twitter einsetzen. Jetzt glaube ich Willys Jeep, also. Ja, auch bei einem Speedtail, so, bei einem McLaren Speedtail, das eh schon 50 Grad. Aber ich bin mir sicher, du wirst bei diesem Saisonrennen deinen Spaß haben. Zieh dich nur warm an. Nicen Aufbau. Ja, mit einem geilen Design. Oh Mann. Ich finde das Design da drauf halt echt nicht so scheiße, ne? Ja, das ist ja auch, das ist echt Auto, ne? Ja klar. Jeder, der sich irgendwie anders erinnert, erinnert sich falsch. Ja, jeder, der denkt, da war ein Tofu AE86, der ist einfach doof. Weißt du? Ja, ist lächerlich. Ja. Warum AE86? Der hat doch gar keine Leistung. Ey, den gab's da noch gar nicht. Da ist das Speedtail AE86. Ah. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das schon ein serienmäßiges Speedtail gewesen. Nee, einer komplett auf Crack. Ein serienmäßiger Speedtail komplett auf Crack. Nee, einer komplett auf Crack. Nicht Serie. Sondern auf Kokain und Crack. Das gefällt mir. McLaren Speedtail AE Crack. Ei. Heil. Ah ja, ja. Falsche Plattform. Schnell die russische Hymne. PI 888, uff. Ist grenzwertig hier bei mir. Muss schnell ändern. Oh scheiße, nur der Leader, der Führer kann starten. Dann muss ich wohl aus der Kolonne gehen. Tschüss. Und sterben. Süß dich, Alter, ich hasse dich. Und gehen Sie weg. Hass beruht auf Gegenseitigkeit, Luca, du musst ihn auch hassen. Hassbrot auf Hass. Ich liebe dich. So funktioniert das nicht. Hassliebe. Liebe sie. Ich liebe sie. Oh. Ich hole die Schokolade. Ja. Ich hab noch. Ich hab Bacon. Warum hast du Schokolade und ich nicht? Erklär mir mal diese Ungerechtigkeit. Das ist ein Rassismus. Jetzt muss ich noch abstechen. Erstmal Lino abstechen, weil er Schokolade hat, das wird nicht. Das ist schon rassistisch. Er denkt, er ist was Besseres. Aber die Frage ist, welche Farbe hat die Schokolade? Pink. Mit gelben Haaren. Ich würde mal sagen grün. Nein. Welche Farbe hat die Schokolade, Lino? Ach so. Braun. Aha. So, so. Ah, das sagt, glaube ich, alles. Ha? Hell oder dunkelbraun, ha? Hell. Ah. Nein, ich esse weil es hat also, wenn nichts anderes da ist, esse ich auch Zucker. Du isst braune Schokolade, weil du gerne Afrikaner isst. Aha. Du willst den Tod der Afrikaner? Ja. Das ist krank, Lino. Ah. Hör mal auf damit. Das akzeptiere ich nicht so. So. Jedes Wort im Mund. Ey, aber die Verpackung ist zum Großteil weiß. Ja, das ist noch rassistischer. Du hättest dir wirklich einfach Milka-Schokolade holen sollen. Die braune mit weißem Fleck. Nein, du darfst gar keine Schokolade essen, weil es rassistisch ist. Ich hab sogar auch Milka. Ey, nee, das geht aber zu weit. Das ist eine lila Kuh, Junge. Ich will doch noch Kuhschokolade essen. Hallo? Das ist eine lila Kuh. Hast du etwas gegen normale Kühe? Ja, einfach was gegen Kühe. Na ja, klar, ja. Hast du jetzt auch was gegen meine Hautfarbe, weil ich weiße Flecken hab? Ja, du Kuh. Das hab ich sowieso alles. Das ist rassistisch. Nö, du bist ja auch eine Kuh, Luca. Du Allmann. Du bist eine Spezial-Edition Kuh, Luca. Yeah! Ja. Die einzig wahre. Die mag mal Edition einer Kuh. Du bist bei The Crew eine Sonderedition, geil, oder? Aber die Sounds in The Crew sind schon echt gut, Luca, oder? Die sind schon besser als Forza. Am Anfang von den ersten zwei Karren, die ich hatte, ja. Das war's auch. Ja, weil die restlichen genau gleich klangen. Absolut nicht. Aber trotzdem scheiße. Klangen alle wie Staubsauger. Sind in Wahrheit alles Staubsauger. Nur halt verschiedene Staubsauger. Spielst du das Spiel eigentlich noch? Nö. Aha, also sehr gutes Spiel meinst du? Spielst du lieber wieder Need for Speed? Ja, tut ja sogar wirklich. Wann hab ich das letzte Mal Need for Speed gespielt? Ja, Junge, doch. Du hast es dir wieder runtergeladen, lüg jetzt nicht rum. Ja, ich hab's runtergeladen, wegen ein paar Sachen. Ja, ja, ja. Aber, come on, bin gerade am Monden, aber okay. Ja, das gilt. Lügen! Dreiste Lügen, okay? Ja, ich lüge dir Carbon zusammen, ja? Ey, eigentlich. Ich mach Carbon. Ich habe letztens durch Zufall, weil ich so ein paar Forza-Trailer durchgeguckt habe, habe ich mir ausnahmsweise auch den von Heat angeguckt. Nochmal. Ey, das ist eigentlich voll der Scam. In dem Trailer gibt's Schatten. Ja, ich muss erstmal reinmodden, um die zu haben. Wie hart kann man scammen? EA. Ja, gut, das. Don't EA. Please do not EA. EA. Egal was du tust, tu kein EA. Das ist der größte Fehler. Warte, so. Mach du's jetzt. Juhu, ich bin mit dem Wartburg das Rennen gefahren, juhu! Sind wir vor 2 Stunden. Ja. Ohne Dommel. Ja. Was? Ja. Wen soll ich vergasen? Luca? Euch bitte. Alle. Bitte euch. Oh Junge, was soll das? Nice. 2 Stunden 40 für alles. Das ist schon okay. Junge, wir sind ja einfach ESL-Level. Playlist auf ESL-mäßig durchspielen einfach. Wir machen Speedrun. Aber du hast bisher noch alles erledigt, Dom, ne? Klar. Yes. Ist jetzt jeden Tag Forza gespielt, also. Ach, nice. Oha, 600 LT. Bild. Ja, das ist schade, dass es nicht so lange dauert, weil Ich muss noch ein bisschen wach bleiben. 30%. Sehr gut. Kannst ja mit Luca nochmal die Meisterschaft machen. Nee. Dann dauert es noch ein bisschen länger. Ich will lieber einhängen. No front. Wie viel Prozent geben eine Meisterschaft? Ach Junge, keine Ahnung, mach es halt. Okay. 10 oder 8 oder so. Genug. Kann denn so faul sein? Lisa. Nee, die ist nicht faul, die kriegt einfach nur nichts hin und das war. Heiß? Yay, alles geschafft. Yay. Drei Straßenrennserien, das bedeutet? Straßenrennen, nimm beim Kolossus das Rennen daneben, das ist in Blaupausen. Im Kolossus. Cotswold Sprint. Oder einfach Creative Hub, Blueprint und Training Today. Das stimmt. Das wäre durchaus besser. Was? Creative Hub? Creative Hub, ja. Im Pausenmenü? Was? Das Blueprint. Große in der Mitte. Ey, Blaupausenveranstaltung, ja. Ey Leute, das habe ich noch nie drauf geklickt. Training Today. Ja. Und da ist sowohl Straße als auch Stadt. Das ist, da, Junge, diese größten Banner, die fallen irgendwie immer am wenigsten auf. Ja. Man erkennt den Wald vor lauter Bauern nicht mehr. Man erkennt den großen Baum vor lauter anderen großen Bäumen nicht mehr. So. Ja, den Baum, den du mitgenommen hast. Ich bin Ikea. Ich bin auch ein Baum. Dong, Shavong, Shong. Hilfe, da ist ein Fokus und mein Gesicht. Ich glaube, das ist nicht gesund. Hallo, Speed. Ach schon, du hast... Ich bin aus Speed. Ja. Speed ist auch gesund, also. Hm? Ja, gut für die Verdauung und so. Gut für den Tod. Nein, floppt auf, das darfst du nicht. Oh Mann. Hör auf damit. Sei glücklich, sonst sind wir traurig. Sonst halten wir dich am Leben. Oh, 300 Jahre lang. Oh Mann. Aha, er hat's abgekauft. Oh, Wasser ist schon echt geil, ne? Wasser ist schon das Geilste, was es gibt einfach. Gelber Schnee ist schon echt geil. Nee, so, du trinkst Wasser und hast keinen Durst mehr, wie geil ist das? Geil. Kann man das bitte nochmal erfinden? Hm. Wasser 2? Aber gibt's irgendwas, was den Durst besser wegmacht als Wasser? Nee, ne? Nein. Gibt's wirklich nicht. Das ist irgendwie wild. Naja, man kann ja auch Gas trinken, dann trinkt man nie wieder. Erstmal plötzlich Gas hoch. Erstmal flüssig Stickstoff trinken. Kommst in Berührung mit einem Tropfen, bist erstmal eingefroren. Also mein Hals kommt damit doch klar. Junge, der ist isoliert. Erstmal 400 Jahre schlafen, dann erst wieder aufwachen. So, oder eher gesagt aufgetaut sein. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas existiert. Doch, doch. Du löst dich ja nicht auf. Doch. Nein. Du hast einen Kontrollpunkt verpasst, erstmal als Phrase. Rennen fahren macht Spaß. Oh, ich habe einen Kontrollpunkt. Übernimm die Führung. Brauche eine Zerstörungstour, Junge, das brauchst du doch mal. Ich habe aus Versehen für diese Dodge 900er... Ich möchte ein Spiel spielen, ist auch so eine richtige dumme Phrase. Du bist ein Hurensohn, weißt du das? Du denn, Alter? Friss Staub. Keiner kann mich schlagen. Ich stehe drauf, Alter. Auf deine Antwort. Ich bin der Beste bei Spielen. Du hast einen Kontrollpunkt verpasst. Wenn so jemand einen Kontrollpunkt verpasst hat und er es ja selbst gemerkt hat, lol. Dann nochmal so mit Ausrufezeichen. Ja. Ui. Ich bin der Beste bei Spielen. Ich bin der Beste bei Spielen. Grüß was gelacht, Lizenz. Mach eine Fassrolle, wenn Sonos sich mal wieder überschlägt. Es ist eine Falle. Also wenn Stone Officer der neue Anton ist, ist irgendwas falsch gelaufen. Ich bin spät dran. Driften ist Leben. Ich bin der Eliminati, Alter. Driften ist Leben? Ja, das stimmt. Oh nein. Wenn dich einer überholt, oh nein. Lächeln, du bist vor der Kamera. Portal ist bei dir gesperrt, hä? Hä? Was? Portal Ausrufezeichen in Caps. Need for Speed. Fasertreue Belohnung. Ne. Am liebsten mag ich den Winter. Ich erkenne es gerade gar nicht, weil es auf Simulation 24. Ah. Klick auf Gefällt mir und abonnieren wir uns. Oh nein. Klären wir das bei einem Beschleunigungsrennen, so die längste Phrase, die es gibt. Ey, nice, ich hab den Hunde gebaut. Weit und breit niemand, Alter, auch so richtig. Ich bin weit und breit. Ich bin high. Ah. Ja. Der ist gerade übel. Nice. Ob ich kotze. Ich fahre einen Drag Demon in der S1900 Dodge. Scheiße. Mhm. Oh. Aber bei Spielplatzpartien, was? Wir brauchen einfach nur Sachen, um sich über die anderen lustig zu machen. Dem Meeting, ja. Den will ich nicht mehr fahren. Mach dich bereit, eliminiert zu werden, Junge. Was ist los? Was ist los? Angst? Angst, Butter. Keiner kann mich. Ich möchte ein Spiel spielen. Mach doch sowas wie Fang mich doch. Oh ja, warte. Fang mich so schnell für mich. Hau ab, Alter. Einfach die ganze Zeit hau ab, Spam. Hau ab. Gleich wieder. Get fucked. Ich bin in deinem Team. Ich bin in deinem intimen Bereich. Weird Flex. Nice Cock. Ganz genau. Ach, hui. Weird Flex. Sei bereit für den Hype, Alter. Sind ja nicht auf Twitch. Du bist zu langsam, wäre auch nicht, aber das passt bei Spielplatz nicht so gut. Du kriegst mich nicht, ist auch sowas. Aber fang mich nicht provozierender, ne? Das Spiel ist schwer, Alter, das nehme ich mit. Wo ist denn das? Fang mich doch. Wäre geil, wenn man F einfach reinspammen könnte. Ich stehe über dir, Alter. Junge, wenn man diese Phrasen modden könnte, Alter. So die größte Scheiße da reinschreiben. Ich hätte meinen Spaß. So halbe Buch einfach. Ich find's nicht, gerade. Gab's diese Phrasen auch schon in der FH3? Nee, ne? Nee. Nee. Auch so ein Feature, was irgendwie... Ja. Besser als nicht. Oh. Ich meine... Wenn man halt kein... Wenn man halt kein Chat bekommt, weil das Spiel deswegen ab 18 sein müsste. Oh nein. Wenn ich tot beleidigen würde. Jo, es ist eine Falle. Einfach, ich bin auf Mixer-Spam. Ich stelle vor, einfach Chat und Moderatoren, die dich einfach wegbannen. Das wäre geil. Ich mag keinen Sand. Sieht, dass ich rede. Wo ist denn das? Ich find's nicht. Fang mich doch. Ja, irgendwie, irgendwo war das. Ich hatte die auch da, ich hab's. Fang mich doch, du Eierloch. So, für Rennen bin ich jetzt gut aufgestellt. Ich bin der Beste beim Spielen. Weit und breit niemand. Meine Stammphase hier. Und dann Spielplatz. Aber sorry, sollte man ganz. Das brauche ich bei Flofthoff. Das brauche ich bei so jemandem wie Flofthoff. Spielplatzpartien. Ich stehe über dir. Das Spiel ist schwer. Was ist los, Angst? Fang mich doch. Ich glaube, was ist los, Angst? Ändere ich zu was anderem. Du musst schneller fahren. Sorry, habe ich auch. Lass mich ein Selfie machen. Wenn man einen trollt und so neben einem steht, aber lass mich ein Selfie machen. So, wenn man die ganze Zeit vor einem weg, so in letzter Sekunde wegzieht. Ja, mit so einem Selfie-Stick aus dem Wagen raus und beide drauf haben. Ja. Das ist halt der Fotomodus, ne? Nee, viel kranker, einfach aus dem Wagen rauslegen. So bei 300 km/h. Und trotzdem noch drin sitzen. Ja. Ja gut, ich würde sagen, für den Stream war es das dann erstmal. Achso, du bist ja noch live, stimmt. Also ich sehe dich zwar die ganze Zeit live, aber irgendwie realisiere ich das nicht ganz. Laberst die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Ja, ist halt eigentlich so normal. Ja, eigentlich schon. Ja gut, ich würde sagen, das war's für den Stream. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, Tschüssikowski. Ja, ciao. Beenden. Tschüss.